Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Vorlesung über Karl Marx. Marx war ja, und ich denke, diesen Superlativ dürfen wir mit Recht gebrauchen, zweifellos einer der bedeutendsten Philosophen des Abendlandes. Marx hat den wirklich unbescheidenen Versuch unternommen, das Bewegungsgesetz der gesamten Menschheitsgeschichte zu erkennen. Er war ja auch Historiker, er hat in die Vergangenheit geschaut, hat die Geschichte studiert und hat versucht, die Gesetzmäßigkeit der aufeinanderfolgenden Epochen zu erkennen. Und nicht nur das, er hat auch, wie wir wissen, Prognosen für die weitere Zukunft daraus abgeleitet. Und eine dieser Prognosen kennen Sie alle. Es ist die Prognose vom baldigen Untergang des Kapitalismus, vom Scheitern des Kapitalismus. Mit dieser Prognose werden wir uns heute ja noch befassen. Und Marx wollte natürlich nicht nur jetzt sozusagen die Menschheitsgeschichte oder die Geschichte, die Zusammenhänge erkennen. Es ging ihm auch darum, die Welt zu verändern. Und so hat er zusammen mit Feuerbach folgende Forderung oder These aufgestellt. Ich zitiere: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Sie sehen, hier richtet er sich bereits gegen die klassische Philosophie. 2000 Jahre lang wurde immer nur versucht, die Welt und das Ganze zu verstehen. Und er sagt, nein, der Philosoph muss die Welt verändern. Und man kann sagen, Karl Marx hat sicher dazu beigetragen, dass sich die Welt verändert hat. Etwa 100 Jahre nach seinem Tod hat etwa ein Drittel der gesamten Menschheit, wenn man China mitrechnet, im Kommunismus gelebt. Also in einem Gesellschaftsmodell, das sich auf Marx berufen hat, auf den Marxismus. Und man muss auch mal bedenken, der Marxismus hat in so unterschiedlichen Ländern gegriffen, wie in der Sowjetunion, also in Russland, wie in China, aber eben auch in Kuba, in Nicaragua, in Mosambik. Also Sie sehen, die kommunistischen Revolutionen waren tatsächlich ein weltweites Phänomen. Und ich denke, und nicht zu vergessen, natürlich die Deutsche Demokratische Republik, da hießen ja die Städte nach ihm, Karl-Marx-Stadt, die ja auch direkt sich auf diese Philosophie und auf den Marxismus berufen hat. Und ich denke, dass Marx diese ungeheure Wirkung hatte, und man kann auch sagen, nie zuvor und nie mehr danach hatte ein Philosoph eine solche Wirkung. Der Grund dafür liegt sicherlich darin, dass er eine brillant einfache und klare Gedankenführung hatte. Und jetzt schauen wir uns mal an, warum er so durchschlagend war. Sie werden gleich am ersten Zitat, das ich Ihnen mitgebracht habe, sehen, dass er eine große Einfachheit in seiner Argumentation hat. Zum Leben aber gehört vor allem Essen und Trinken, Wohnung, Kleidung und noch einiges andere. Man kann tatsächlich sagen, dass diese These kaum bestreitbar ist. Wenn Sie ein paar Monate nichts essen, nichts trinken, dann werden Sie nicht mehr da sein. Und diese einfache Aussage ist der Ausgangspunkt seiner Philosophie. Er war ja Materialist und er sagt, die materiellen Grundbedürfnisse sind es, die letztendlich der Anfang jeder Philosophie sein müssen. Wir dürfen nicht vom Geistigen ausgehen und davon, was wir für Gedanken haben oder von Gott oder der Religion oder von der Vernunft wie Immanuel Kant und überlegen, was können wir erkennen, was nicht. Nein, der Mensch ist zunächst mal ein Wesen mit Grundbedürfnissen und es muss diese Bedürfnisse in jedem Fall befriedigen. Und deshalb sagt er dann auch so einen schönen Satz, dass die erste historische Tat überhaupt, die die Menschen vollbracht haben, war wahrscheinlich, dass sie gemeinschaftlich versucht haben, fürs Essen und Trinken zu sorgen, für die Nahrung. Ich zitiere: Die erste geschichtliche Tat ist also die Erzeugung der Mittel zur Befriedigung dieser Bedürfnisse. Die Produktion des materiellen Lebens selbst.
Und man muss sich vorstellen, das war vielleicht die Urhorde, die gemeinsam jagen gegangen sind. Das war die erste geschichtliche Tat. Und hinsichtlich dieser materiellen Notwendigkeit, dass wir immer Stoffwechsel mit der Natur haben müssen. Wir eignen uns Natur an. Also wir atmen Sauerstoff, wir müssen essen, wir trinken. Wir sind in dem, Marx würde sagen, es ist ein ständiger Prozess der Naturaneignung. Und in dieser Hinsicht sind wir nichts anderes und nichts Besseres als die Tiere. Aber es gibt eine ganz bestimmte Tatsache, die das Menschengeschlecht von den Tieren unterscheidet. Ja? Worin unterscheiden wir uns vom Tier? Hinsichtlich dieser Grundbedürfnisse. Das Tier frisst ja auch und trinkt, wie der Mensch. Das könnte der Unterschied sein. Ja? Messer und Gabel. Ja, Messer und Gabel, natürlich, wir haben Kulturtechniken. Aber Marx würde sagen, der große Unterschied ist die Arbeit. Die Tiere müssen nicht arbeiten. Also beispielsweise der Büffel oder der Bison, wenn da eine Bisonherde übers Land zieht, die grasen. Die finden ihre Nahrung direkt in der Natur vor. Die müssen nicht dafür arbeiten. Der Mensch aber muss für seine Nahrungsmittel arbeiten. Das ist ein Riesenunterschied. Beispielsweise, wenn Sie jetzt, Sie können nicht einfach sich hinsetzen und grasen. Es wird Ihnen nicht bekommen. Und wenn Sie in den Supermarkt gehen und sich ein Brot kaufen, dann bedeutet das schon wieder, dass das Brot von dem Bauern, der hat den Acker gepflügt, der hat gesät, der hat geerntet, das Korn wurde gedroschen, dann kam vielleicht ein Großhändler, hat das Korn gekauft, dann wurde daraus Mehl gemacht, das Mehl wurde abgepackt, in die Bäckereien gebracht, die Bäcker haben daraus das Brot gemacht, dann wurde es wiederum von einer dritten Firma verpackt und schließlich landet es im Supermarkt. Aber da stecken x Arbeitsprozesse drin und x verschiedene Berufe. Und deswegen unterscheiden wir uns von den Tieren. Natürlich, man könnte jetzt sagen, klar, die Tiere arbeiten auch manchmal für ihre Nahrung. Also der Biber zum Beispiel, der baut einen Staudamm, ist ja Arbeit, um die Fische ein bisschen zu bremsen, dass er leichter jagen kann. Oder die Ameisen oder Bienen haben auch so ein bisschen was wie Arbeitsteilung. Gibt es ja so Drohnen und so. Aber, sagt Marx, das ist lange nicht so universell wie bei den Menschen. Ich zitiere: Sie selbst fangen an, sich von den Tieren zu unterscheiden, also die Menschen fangen an, sich von den Tieren zu unterscheiden, sobald sie anfangen, ihre Lebensmittel zu produzieren. Sie produzieren ihre Lebensmittel. Und jetzt komme ich nochmal auf die Ameisen und die Bienen. Auch Marx hat sich überlegt, ja, arbeitet nicht auch die Ameise? Ja, die bauen ja auch so einen Bau und so. Zitat: Zwar produziert auch das Tier, es baut sich ein Nest, Wohnungen wie die Biene, Biber, Ameise etc. Allein, es produziert nur, was es unmittelbar für sich und sein Junges bedarf. Es produziert einseitig, während der Mensch universell produziert. Auch das ist wieder eine völlig klare Aussage. Wir produzieren als Menschen universell. Das heißt, wir produzieren nicht nur das, was er hier in dem Zitat gesagt hat, was wir selber gerade bedürfen oder unsere Kinder. Nein, wir stellen, sagen wir mal, Schuhe her. Und zwar nicht nur für uns und unsere Kinder, sondern diese Schuhe verkaufen wir an alle, die Schuhe brauchen. Ein anderer stellt Kleidung her, auch nicht nur für sich und sein Junges, sondern universell. Wir produzieren universell. Heutzutage gibt es, fest registriert beim Arbeitsamt, über 14.000 verschiedene Berufe. Also der Mensch arbeitet. Bisher ist seine Philosophie also völlig klar. Wir haben Bedürfnisse, wir müssen essen, trinken, wir arbeiten. Und jetzt kommt der dritte Schritt, jetzt wird es spannender. Jetzt sagt Marx, weil er ja Materialist ist, sagt er, die Art, wie wir unsere materiellen Bedürfnisse essen und trinken befriedigen, die Art, wie wir arbeiten, die spielt jetzt eine große Rolle für das, was wir denken, was wir fühlen, für unseren ganzen Überbau. Das nennt sich die Basis-Überbautheorie. Die Basis ist immer sind immer die materiellen Bedürfnisse. Ich zitiere mal: Was die Menschen sind, fällt also, was sie, die Menschen, sind, fällt also zusammen mit ihrer Produktion. Sowohl damit, was sie produzieren, als auch damit, wie sie produzieren. Ich wiederhole es nochmal, was die Menschen sind, fällt zusammen mit ihrer Produktion, sowohl damit, was sie produzieren, als auch damit, wie sie produzieren. Also was wir sind, wie wir uns fühlen, wie wir uns selbst empfinden, was wir denken, ja, unser Selbstbewusstsein, speist sich daraus,
was wir arbeiten, was wir produzieren und wie wir produzieren. Ich gebe Ihnen mal ein einfaches Beispiel noch. Ein buddhistischer Mönch, der in Tibet einen Gemüsegarten hat und da sein Soja anbaut und erntet, der ist anders und fühlt sich anders im Kopf als beispielsweise jetzt ein Fleischermeister oder ein, ja, in einer Großmetzgerei. Oder beispielsweise auch Sie als Studenten fühlen sich anders wie beispielsweise jemand, der bei der Post arbeitet. Oder jeder hat aus seinen, ja, Sie lachen, jobben Sie wahrscheinlich bei der Post, aber gut. Aber Sie merken bereits, also das Sein, das, wie Sie arbeiten, wie Sie produzieren und was Sie produzieren, spielt eine Rolle für das, was Sie für ein Bewusstsein haben. Das will uns Marx damit sagen. Und jetzt kommt ein nächster Schritt. Er geht so weit, dass er sagt, da geht es jetzt nicht nur darum, was der Einzelne macht. Ja? Also ob der jetzt ein Boxer ist und durch Boxen seinen Lebensunterhalt verdient oder ob der ein Sänger ist und durch Singen seinen Lebensunterhalt verdient. Nein, es geht ihm letztlich darum, was die Gesellschaft als Ganzes produziert, wie die Produktionszusammenhänge als Ganzes sind, wie reproduziert sich die Gesellschaft, also in welchen Formen wird in einer Gemeinschaft gearbeitet. Das ist das Spannende für Karl Marx. Und er sagt, das prägt uns ungemein. Ich zitiere, was die Individuen also sind, das hängt ab von den materiellen Bedingungen ihrer Produktion. Nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewusstsein. Das ist nun ein ganz berühmter Satz von Karl Marx, ein berühmtes Zitat. Ich wiederhole nochmal, nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewusstsein. Sie alle kennen dieses Zitat wahrscheinlich unter der Kurzform, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Damit meint er genau das, die Art und Weise, wie wir arbeiten, das Sein, wie wir essen und trinken, wie wir zu unseren Nahrungsmitteln kommen, bestimmt das, was wir denken. Und er geht noch einen Schritt weiter, ist ganz interessant. Er sagt, Religion, Familie, Staat, ich zitiere, Recht, Moral, Wissenschaft, Kunst etc. sind nur besondere Weisen der Produktion. Religion, Familie, Staat, Recht, Moral, Wissenschaft, also alles, der ganze Überbau, alles, was in unserem Kopf ist, sind nur besondere Weisen der Produktion. Was meint er denn damit? Wieso kann Religion, was hat denn Religion damit zu tun, wie wir arbeiten und was wir arbeiten? Wieso ist Religion eine Weise der Produktion? Ich gebe Ihnen da mal jetzt ein Beispiel, wo das sehr, sehr deutlich wird, dass auch die Religion nur eine bestimmte Weise der Produktion ist. Nehmen wir mal an die Wikinger. Nehmen wir als Beispiel die Wikinger. Die Wikinger, was haben die für eine Produktion? Wie produzieren die ihren Lebensunterhalt? Sie alle kennen doch die Wikinger. Wovon leben die Wikinger? Wofür sind die berühmt und bekannt? Ja, sie machen eine Faust. Die Wikinger sind ein Raubbeutevolk. Die haben andere überfallen. Sie müssen bedenken, die Wikinger haben in Thule gewohnt. Da ist nicht viel gewachsen, da war es kalt, da war es unwirtlich. Also waren die Wikinger irgendwann darauf angewiesen, zusätzlich Beutezüge zu machen, sind in ihre Drachenboote gestiegen, haben in England und an den europäischen Küsten überhaupt die Dörfer überfallen, manchmal sogar weit ins Inland gezogen auf ihren Raubzügen, haben das Korn, den Schmuck, die Silber, alles, was sie gekriegt haben, sogar Gefäße, alles mitgenommen, auf ihre Schiffe geladen und sind wieder heimgefahren. Was hatten nun diese Menschen für eine Religion? Was war ihr oberster Gott? Es war selbstverständlich ein Kriegsgott. Nämlich Odin, mit dem Schwert in der Hand aufs Lepir sitzend. Da hatten sie noch einen extra Kriegsgott, den Tyr. Also das war eine kriegerische Religion. Natürlich, da hätte nicht gepasst, Jesus Christus von Nazareth halte auch die Rechte hin. Das hätte für die Wikinger nicht gepasst. Und da sehen Sie genau diese These von Basis und Überbau. Die Basis eines Raubbeutevolkes ist der Kampf. Und da passt es nicht, dass im Überbau dann die Nächstenliebe kommt. Nein, da gibt es einen Kriegsgott. Die Agrarvölker wiederum, die von der Landwirtschaft leben, die Agrarvölker,
Die wiederum haben in der Regel Erntedankfeste und haben einen friedlichen Gott. Die verehren, was weiß ich, die Sonne oder opfern dem Donnergott und sagen, ja, wir hoffen, dass uns die Ernte nicht verhagelt wird, feiern Erntedank. Es ist eine ganz andere Religion. Aber die Produktionsweise, die materielle Produktionsweise spiegelt sich sozusagen wieder in der Religion. Die Religion ist Überbau. Sie sehen es auch daran, die Sesshaften bauen Tempel, bauen Kirchen. Die Nomadenvölker, wie die Israelis beispielsweise, haben die Bundeslade mit sich rumgetragen. Also die Religion, die Riten, die Traditionen, die Kirchen, alles, der ganze Überbau ist Folge dessen, wie und auf wie was und wie die Völker produziert haben. Und jetzt geht er noch einen Schritt weiter. Er sagt, diese Art der Produktion ist eben entscheidend. Ich zitiere hier nochmal, das ist auch gut, weil dann sehen wir nochmal den Materialismus. Er hat sich als Materialist verstanden, auch Engels, die ganzen Kommunisten waren Materialisten. Sie wollten von den echten Bedürfnissen der Menschen ausgehen und haben sich abgesetzt, sie haben sich total abgesetzt von den Idealisten, die zeitgenössische Philosophie betrieben haben zur Zeit von Marx und Engels. Und da habe ich Ihnen noch ein Zitat mitgebracht. Zitat: Ganz im Gegensatz zur deutschen Philosophie, welche vom Himmel auf die Erde herabsteigt, wird von den wirklich tätigen Menschen ausgegangen und aus ihrem wirklichen Lebensprozess auch die Entwicklung der ideologischen Reflexe und Echos dieses Lebensprozesses dargestellt. Also, man will nicht vom Himmel auf die Erde heruntersteigen, sondern es wird von den wirklich tätigen Menschen ausgegangen. Und von diesen tätigen Menschen aus wird geschaut, welche Reflexe und Echos sich in ihrem Kopf befinden. Das Sein, das materielle Sein, bestimmt das Bewusstsein. Und jetzt kommt der nächste Schritt, auch wieder sehr stringent und klar bei Karl Marx. Diese Echos und Reflexe, die wir dann in unserem Kopf haben, wo wir denken, das sind unsere eigenen Ideen, sind unter Umständen nicht nur eine glatte Widerspiegelung von unserer Produktion, sondern sie sind Ideologie, sie sind unter Umständen davon geprägt, was für die Herrschenden von Interesse ist. Also die herrschende Klasse bestimmt ja, wie produziert wird und was produziert wird. Und in unserem Kopf ist oft das, was die herrschende Klasse für richtig hält. Ich zitiere das mal. Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse. Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse. Auch hierfür gebe ich Ihnen mal ein Beispiel. Nehmen Sie mal den Feudalismus. Da gab es Könige, Adlige und es gab die Bauern und die Leibeigenen und die Landarbeiter, die Rechtlosen und die Knechte. Die Idee oder wie soll ich sagen, der Überbau, die Ideologie dieser Zeit, und da nimmt Marx natürlich vor allem die Religion ins Visier, lautete, der König ist König von Gottes Gnaden und der Adlige hat blaues Blut und die Adligen insgesamt sind von Gott auserwählt worden, durch ihre Geburt zu herrschen und der Knecht ist Knecht von Gottes Gnaden. Auch den Knecht hat Gott an eine bestimmte Stelle in der Gesellschaft gestellt, um ihn zu prüfen. Das Leben wurde definiert als eine große Prüfung und am Ende wurde auch der Knecht oder der rechtlose Bauer oder der Leibeigene belohnt mit dem ewigen Leben, wenn er an die Stelle, an der Stelle, an die ihn Gott gesetzt hat, gut gearbeitet und ehrlich und aufrecht gelebt hat. Und da sagt Marx, genau das ist Ideologie. Das ist das Herrschende. Das ist, wie soll ich sagen, das sind die Ideen der herrschenden Klasse. Das ist nicht unbedingt für alle gut, dieses mittelalterliche Denken, das die Menschen damals hatten. Und deswegen kritisiert er die Religion ganz massiv. Die Religion ist für ihn, und das haben wir hier in diesem Zitat sehr schön stehen, der Seufzer der bedrängten Kreatur. Ist auch ein Zitat natürlich. Sie ist das Opium des Volks, auch ein ganz berühmtes Zitat von Karl Marx, Religion ist Opium des Volks. Was er damit sagen will, ist, dass gerade die Religion oft die Menschen vertröstet, eben auf ein Jenseits, auf ein Paradies nach dem irdischen Leben. Und das ideologische, das falsche Bewusstsein an dieser Religiosität besteht darin,
dass wir dann unsere Energien nicht mehr auf das Diesseits richten. Und anstatt, dass die Unterdrückten im Diesseits dafür sorgen, dass sie Gerechtigkeit schaffen und glücklicher werden, richten sie ihre ganze Kraft auf das Jenseits. Und dadurch wird die Kraft vom Jenseits auf den, vom Diesseits auf das Jenseits abgezogen und dann können wir im Diesseits nichts verändern. Und deshalb kritisiert Marx die Religion ganz massiv und war ein scharfer Gegner jeder Form von Religion. Ich zitiere: Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Also in dem Moment, wo wir die Illusion Religion aufheben, können wir fragen, ja, was können wir denn hier machen? Was können wir in der Wirklichkeit tun, um das Leben für alle lebenswert zu machen? Gut, jetzt kommen wir schon zu einem Kerngedanken von Marx, zu einem ganz zentralen Element seiner Philosophie, zum sogenannten Histomat, zum historischen Materialismus. Und da habe ich Ihnen eine ganz wunderbare Grafik mitgebracht. Sie sehen hier die Entwicklung der gesamten Gesellschaften der Menschheit seit Anbeginn sozusagen der ersten Zivilisation. Ganz am Anfang, hier unten, haben wir die Gentilgesellschaft. Was heißt Gentilgesellschaft? Wer weiß es? Wer ist Lateiner? Wer hat Latein gelernt? Gens, Gentis, Gens. Ja, das Geschlecht, ja, der Stamm. Das Geschlecht, das stimmt beides, Geschlecht der Merowinger, Karolinger, der Stamm. Marx und Engels meinen damit die Stammesgesellschaft. Am Anfang hatten wir Stammesgesellschaft. Die Menschen sind in der Urhorde, in Stämmen, meistens untereinander mit großen Verwandtschaftsgraden umhergezogen und sei es nomadisierend, aber auch die ersten Sesshaften hatten Stammesgesellschaften. Und die, das ist jetzt entscheidend, und hier sehen wir das auch vielleicht nochmal an der Grafik, habe ich Ihnen das dargestellt, das war noch eine klassenlose Gesellschaft. Diese Gentilgesellschaft kannte noch kein Eigentum. Natürlich kannten sie kein Eigentum. Hier gibt es auch ein schönes Beispiel, die nordamerikanischen Indianer. Die sind beispielsweise als Stamm, als Gentilgesellschaft, den Bisons hinterhergezogen. Wenn die Bisonherden nämlich ein riesiges Gebiet abgegrast hatten, dann sind die Bisons weitergezogen. Dann haben die Indianer, wenn der Abstand zu dieser Herde zu groß wurde, dass ihre Jäger dann ewig lang, Tage, Wochen lang reiten mussten, bis sie bei den Bisons waren und wieder zurück, was haben die Indianer gemacht? Sie haben ihre Tipis, ihre Zelte abgebrochen und sind den Bisons hinterhergezogen. Und wenn so ein Indianerstamm weitergezogen ist, da sehen Sie, dass Eigentum völlig überflüssig war für die Indianer, weil die konnten nur mitnehmen. Die haben die Zeltstangen rechts und links an das Pferd hingemacht, zwei Stangen, haben Felle dazwischen gespannt oder eben diese Häute, mit denen sie ja das Fell, mit denen sie das Zelt wasserdicht gemacht haben. Da haben sie alles reingelegt und dann sind sie weitergezogen. Mehr Eigentum ging nicht, die hatten schon ein paar Töpfe oder so. Aber es war unmöglich, riesige Mengen Kapital, Eigentum, irgendwas anzuhäufen, sondern sie haben geteilt. Auch wenn die Indianer zur Jagd gegangen sind und hatten dann einige Büffel von der Herde getrennt und konnten die mit Pfeil und Bogen erlegen, haben die den Bison zurückgebracht und haben ihn unter allen aufgeteilt. Auch hier herrschte Kommunismus. Das finde ich sehr interessant, dass Marx und Engels am Beginn der Geschichte die klassenlose Gesellschaft entdecken. Und ihre These ist sicherlich nicht falsch. Das Überleben war damals so hart, dass in der Regel alle an einem Strang gezogen haben. Auch in den germanischen Urgesellschaften, wenn man den Beschreibungen des Historikers Tacitus glauben darf, haben die Germanen kommunistisch gelebt. Tacitus beschreibt, dass eine Hälfte der Germanen immer die Felder bebaut haben und gepflegt haben, und die andere Hälfte ist in den Krieg gezogen. Und im nächsten Jahr war es umgekehrt, da mussten die daheim bleiben und die Felder bebauen, und die andere Hälfte ist in den Krieg gezogen und hat auch versucht, Beute zu machen. Aber Sie sehen, auch hier wurde alles geteilt. Das war auch ein einziger riesiger Acker, auf dem die gearbeitet haben, und natürlich wurde die Ernte geteilt. Das war die erste gesellschaftliche Selbstorganisation, die Gentilgesellschaft. Dann kommt die Sklavenhaltergesellschaft und hier passiert leider etwas Entscheidendes. Hier wird das Eigentum eingeführt. Und in dem Moment, in dem es Eigentum gab, gab es riesige Landgüter,
Es gab welche, die reich waren, die hatten was, und welche, die waren besitzlos, die waren Landarbeiter oder sie waren Sklaven oder eben rechtlose Bauern. Und seit dieser Zeit, seit es Eigentum gibt, gibt es immer ständige Auseinandersetzungen, also zwischen Sklaven und Grundbesitzern, dann zwischen Adligen und aufbegehrenden Bauern, Bürgern oder hier zwischen in der kapitalistischen Gesellschaft, zwischen Kapitalisten und Arbeitern. Da gibt es ständige Auseinandersetzungen. Ja? Die einzige einigermaßen friedliche Gesellschaft war noch die Gentilgesellschaft. Aber seit der Zeit, wo es Eigentum geht, haben wir eine ständige Auseinandersetzung in der Geschichte. Ich zitiere das mal. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener, Zunftbürger und Gesell, kurz Unterdrücker und Unterdrückte, standen in stetem Gegensatz zueinander, führten einen Kampf, der jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete. Also die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist eine Geschichte von Klassenkämpfen. Auch ein zentraler Satz von Marx. Geschichte ist Geschichte von Klassenkämpfen. Und eben zwischen dem Freier und dem Sklaven, dem Patrizier, dem Plebejer und so weiter, immer gab es schlimme, wütende Auseinandersetzungen. Denken Sie nur dran, Sie alle kennen Spartakus, die Sklavenaufstände. Oder ich möchte Ihnen jetzt mal ein anderes Beispiel nennen. Ich möchte Ihnen mal zeigen, wie sozusagen die Dialektik der Klassenkämpfe die Geschichte vorangetrieben hat. Dialektik insofern, als Karl Marx sagt, jede herrschende gesellschaftliche Klasse erzeugt selbst seine Gegner. Und das nennt er die Negation. Und diese Gegner werden immer stärker und lösen dann die jeweils herrschende Klasse ab. Aber das Interessante ist, dass die selbst ihre Gegner hervorbringen. Ich zeige Ihnen das mal, ich gehe noch mal kurz zurück hier. Ich zeige Ihnen das an dieser Grafik am Übergang von der Feudalgesellschaft zur kapitalistischen Gesellschaft. Da zeige ich Ihnen jetzt mal die Dialektik. In der Feudalgesellschaft hatten wir, wie ich vorher schon mal angedeutet habe, die Adligen, die nicht gearbeitet haben. Die Bauern haben sozusagen produziert und davon haben die Adligen gelebt. Und das Interessante ist jetzt aber, dass es für den Adligen ja unvornehm war. Es war unvornehm zu arbeiten. Die Frauen damals haben Sonnenschirmchen getragen, nicht wie Sie heute, dass man sich an die Sonne legt, um braun zu werden. Nein, damals war es ein Zeichen von hoher Geburt und von Würde, wenn man schneeweiß war. Darum haben die Sonnenschirmchen getragen, um ja nicht zu viel Farbe ins Gesicht zu bekommen, dass man denkt, sie sind ein Bauernmädchen. Die haben sich vor der Sonne geschützt. Der Adel hat auch keinen Handel betrieben. Das war auch völlig verpönt, dass ein Adliger da handelt. Ja. Oder auch eine Manufaktur, Handwerk, das war alles nicht Sache des Adligen. Der Punkt war jetzt aber, dass genau dadurch, dass der Adlige sich vor diesen Dingen sozusagen gedrückt hat, beziehungsweise die überhaupt nicht für standesgemäß erachtet hat, sind die Bürger, die Handwerker immer mächtiger geworden. Die Handwerker, die ersten Manufakturbesitzer und die Händler. Sie müssen bedenken, da gab es immer größere Handelskontore. Da kamen die Fugger, dann im Norden oben die Hanse. Es gab immer größere Handelskontore und die Händler sind immer reicher geworden. Und auf einmal hatten die Adligen sogar Schulden bei den Händlern. Und auch die Fabrikanten haben auf einem Bruchteil des Bodens, das der Adlige zur Verfügung hatte, mehr erwirtschaftet. Die Adligen hatten riesige Landgüter, aber die Bauern haben halt immer nur diese Ernte gebracht. Während in den Manufakturen, in den ersten Fabriken, wurde ja viel mehr produziert und viel mehr Kapital generiert. Der Faktor Boden war auf einmal nicht mehr so wichtig. Und auf einmal ist das Bürgertum immer mächtiger geworden. Und dann waren immer mehr Adlige bei den Bürgern verschuldet. Und irgendwann haben die Bürger gesagt, ja, eigentlich sind wir die treibende Kraft unserer Gesellschaft. Ja? Wir schaffen das Kapital, wir handeln, wir machen. Und die Adligen haben das politische Herrschaftsrecht und das geht nicht mehr. Und auf einmal gab es bürgerliche Revolutionen und da sind wir an diesem Punkt hier, zwischen der Feudalgesellschaft zur kapitalistischen oder man könnte auch statt kapitalistische Gesellschaft, könnten wir sagen bürgerliche Gesellschaft. Es gab bürgerliche Revolutionen. In England wurde der König, wie Sie vielleicht auch wissen, geköpft und das Unterhaus
hat die Macht übernommen. In Frankreich ebenso wurden auch der König, das Königspaar sogar, wurde die Frau auch geköpft. Und es gab blutige Revolutionen, bis das Bürgertum, oder wie Marx sie ein bisschen, ja, ein bisschen kritisch nennt, die Bourgeoisie, sagt er, die Bourgeoisie hat dann die Macht übernommen. Aber man kann eines sehen, das wollte ich Ihnen eben gerade erklären, was ist Dialektik? Der Feudalismus selbst hat seine eigene Negation hervorgebracht, indem er sozusagen diese sowohl den Handel, die Produktion, die Fabrikation, alles als nicht standesgemäß betrachtet hat, hat er das Bürgertum erst stark gemacht, seine eigene Negation. Und jetzt wird es noch spannender. Interessanterweise passiert jetzt nämlich wieder was. Das Bürgertum hat jetzt zwar eine wahnsinnige Produktivität freigesetzt, ich glaube, da habe ich Ihnen ein Zitat mitgebracht, ja, hier, schauen wir uns mal an. Nachdem das Bürgertum an der Macht war, die Bourgeoisie, sagt Karl Marx, Zitat, die Bourgeoisie hat in ihrer kaum 100-jährigen Klassenherrschaft massenhaftere und kolossalere Produktionskräfte geschaffen als alle vergangenen Generationen zusammen. Ist das nicht schön? Die Bourgeoisie hat massenhaftere und kolossalere Produktionskräfte geschaffen als alle vergangenen Generationen zusammen. Und das ist natürlich verständlich und ist tatsächlich so. Man muss sich vorstellen, damals war mit den bürgerlichen Revolutionen, also 1789 in Frankreich, da ging dann schon die industrielle Revolution los. Man sagt, 1718 ist der Take-off für die industrielle Revolution von 1780 bis 1800. 1806, 1810 fahren schon Dampfschiffe über den Ozean und dann werden bis 1850 werden riesige Eisenbahnstrecken gebaut, es schießen die Kohlebergwerke aus dem Boden. Es wird Stahl gegossen, es gibt überall Textilfabriken, die industrielle Revolution bekommt eine wahnsinnige Dynamik. Und die Bourgeoisie war selbstbewusst. Wilkinson zum Beispiel, es gibt heute noch diese Rasierklingen, ich meine, ich will jetzt keine Marken nennen, der hat, ich will Ihnen das Beispiel nur nennen, um Ihnen zu zeigen, welche Euphorie in der Bourgeoisie war. Als der starb, hat er sich unter einer irrwitzig hohen und schweren, ich glaube über 10 Meter hohen Stahlsäule in einem Stahlsarg beerdigen lassen. So groß war die Begeisterung damals. Und die Bourgeoisie hat tatsächlich, das Bürgertum hat in der industriellen Revolution wahnsinnig produziert. Natürlich mehr als jede Gentilgesellschaft vorher, auch mehr als die Sklavenhaltergesellschaft, auch mehr als die Feudalgesellschaft. Und dennoch hat auch diese enorm erfolgreiche Bourgeoisie, die er in Groß- und Kleinbürgertum unterscheidet, seine eigene Negation hervorgebracht. Auch das Bürgertum bringt seine eigene Abschaffung auf den Weg, und zwar durch das Proletariat. Dadurch, dass die Fabriken immer größer wurden, immer mehr Arbeiter eingestellt wurden, immer mehr Menschen nicht mehr auf dem Land in den Bauernhöfen gearbeitet haben, sondern in den Fabriken, ist eine neue gesellschaftliche Gruppe entstanden, nämlich die Arbeiter oder, wie Marx auch sagt, das Proletariat. Proletariat deshalb, weil das Bürgertum hat diese Arbeiter natürlich miserabel bezahlt. Es waren damals auch katastrophale Zustände. Da gab es in den Arbeitersiedlungen kaum Kanalisation. Es gab Fälle von Typhus, von Cholera. Man kann sich es kaum vorstellen. In den Bergwerken sind oft die Bergwerke eingestürzt. Es gab Weise. Es waren katastrophale Bedingungen. Die Frauen mussten genauso mitarbeiten, die Kinder. Und die Arbeitszeit, halten Sie sich fest, war 12 bis 14 Stunden. Und trotzdem ist auch aufgrund der Bevölkerungsexplosion in dieser Zeit die Produktion wahnsinnig vermehrt worden in den Fabriken. Und immer mehr Arbeiter haben sozusagen dieses Elend miterlebt. Und hier sagt nun Marx etwas sehr Schönes. Er sagt, dadurch ist eben jetzt die Negation der Bourgeoisie entstanden. Ich zitiere, die kapitalistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses ihre eigene Negation. Es ist die Negation der Negation. Ja, ist das nicht wunderschön? Die kapitalistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses. Da haben wir wieder, dass er sagt, es gibt ein Bewegungsgesetz in der Geschichte und mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses erzeugt sozusagen der Kapitalismus seine eigene Negation und das ist die Negation der Negation. Wir wissen, warum es Negation der Negation ist, weil die Bourgeoisie, das Bürgertum, das an die Macht gekommen ist, war die Negation zum Adel.
Und die Arbeitnehmerschaft, die Arbeiter sind nun die Negation zum Bürgertum, ergo die Negation der Negation, wenn man es auf den Adel zurückbezieht. So schiebt sich die Geschichte immer weiter voran. Und jetzt kommt wieder ein sehr klarer und brillanter Gedanke von Karl Marx. Er sagt, vielleicht was noch wichtig ist, wir nennen gleich mal noch, das habe ich jetzt vergessen, das ist aber an der Stelle unbedingt notwendig, aufgrund dieser katastrophalen Lage der Arbeiter hat Marx und Engels nun die Zeit für gekommen gesehen, dass die Arbeitnehmerschaft tatsächlich die politische Macht in den europäischen Ländern übernimmt und hat international zu Revolutionen in Europa, ja, man kann sagen weltweit aufgerufen, um eine neue historische Epoche einzuleiten, nämlich die klassenlose Gesellschaft. Und ich habe Ihnen hier diesen ganz berühmten Satz aus dem Kommunistischen Manifest mitgebracht, das tausendfach kopiert, publiziert wurde. Und das lautet, Zitat, die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Auch sehr schön, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Dieser internationale Aufruf. Für Marx war es natürlich eine Katastrophe, dass oft in Kriegen mussten dann die Arbeiter in Deutschland gegen Arbeiter in Frankreich schießen, ja, anstatt dass sie ihre Waffen gegen die Bourgeoisie gerichtet haben. Und Marx hat die Internationale gegründet, um zu verhindern, dass jemals wieder deutsche, französische, englische Arbeiter aufeinander schießen. Sie sollten sich nicht mehr missbrauchen lassen von der Bourgeoisie, sondern eben selbst die Macht übernehmen. Entscheidend ist aber, und da sehen Sie wieder die Klarheit von Marx, er ist ja Materialist. Jetzt sagt er, die Revolution, die er vorhergesagt hat, kommt nicht, weil er oder Engels im Kommunistischen Manifest zur Revolution aufrufen. Das wäre ja wieder Idealismus. Jemand denkt sich was aus und sagt, okay, das müssen wir jetzt umsetzen. Nein, die Revolution kommt aus einem anderen Grund. Sie kommt aufgrund der sich entwickelten materiellen Produktionsverhältnisse. Auch hier bleibt er dem Materialismus treu. Er sagt, der Kommunismus kommt deshalb, oder die Revolution, weil der Kapitalismus sich selbst aufgrund seiner materiellen Produktionsweise aufhebt. Er gerät in innere Widersprüche. Der Kapitalismus gerät plötzlich in innere Widersprüche. Diese Widersprüche werden immer größer und am Ende kollabiert der Kapitalismus. Das ist für uns heute auch interessant und das müssen wir uns dann näher anschauen. Und diese Theorie, dass der Kapitalismus aufgrund seiner eigenen Imperative am Schluss scheitert, möchte ich Ihnen jetzt noch kurz darstellen. Marx hat das in seinem ganz berühmten Buch Das Kapital unternommen. Und ich mache jetzt den ambitionierten Versuch, Ihnen jeweils in nur 3-4 Sätzen die 3 zentralen Theorien aus dem Kapital zu vermitteln. Das ist zum einen die Mehrwerttheorie, zum zweiten die Akkumulations- und Konzentrationstheorie und zum dritten die Verelendungstheorie. Wenn Sie die 3 Bausteine verstanden haben, haben Sie schon mal die Eckpfeiler des Kapitals begriffen. Ich fange an mit der Mehrwerttheorie. Der Arbeiter gibt der aufgehäuften Arbeit einen größeren Wert, als sie vorher besaß. Ich denke, die Mehrwerttheorie zeige ich Ihnen am besten an einem Beispiel. Damals sind ja Textilfabriken aus dem Boden geschossen. Es gab diesen Satz des berühmten englischen Historikers Arnold Toynbee, sagt man Baumwolle, meint man Manchester. In Manchester, da ist eine Baumwoll- und Textilfabrik nach der anderen großgezogen worden. Und es sind erstmals, hatten auch alle Menschen in England was zum Anziehen. Also muss man auch sagen, die industrielle Revolution hat natürlich auch viel gebracht. Und jetzt nehmen wir mal einen Arbeiter aus einer Textilfabrik. Der produziert, sagen wir mal, 50, 100 Hemden am Tag. Und da häuft er Arbeit an. Also es kommen, sagen wir mal, da stehen Spinnmaschinen, da steht ein Webstuhl,
hunderte Webstühle, hunderte Spinnmaschinen. Und ein Arbeiter, der steht jetzt, egal ob am Spinnen, an der Spinning Jenny oder an der Webmaschine und führt die Schiffchen durch. Insgesamt, wenn man seine Arbeit runterrechnen würde, würde er 50 Hemden produzieren. Das macht er natürlich nicht allein, das ist ja hochspezialisiert. Aber er würde insgesamt diesen Anteil an Hemden, kann man ihm zurechnen als Produktion. Dafür gewinnt der Unternehmer 1.000 Euro, wenn er sie verkauft im Laden. Dem Arbeiter zahlt er aber nur 100 Euro. Jetzt wäre der Mehrwert logischerweise 900 Euro. Jetzt sagt aber Karl Marx, man muss natürlich bedenken, der Unternehmer zahlt noch Miete für seine Fabrik, der muss seine Maschinen bezahlen, der muss auch selbst für seine Familie und sich was abzweigen. Also da kommen noch einige Kosten zu. Aber auch wenn man die alle abzieht, dann, sagt Marx, bleiben immer noch 600 oder 500 Euro übrig. Und das ist der echte Mehrwert. Also gibt der Kapitalist dem Arbeiter nicht wirklich das, was seine Arbeit wert ist, sondern er gibt ihm weniger. Und den Mehrwert behält er selbst. Und dadurch schöpft er natürlich irrwitzig viel Kapital, weil er hat ja jetzt nicht nur den Mehrwert, den der eine Arbeiter produziert. Er hatte vielleicht 100, vielleicht 500 Arbeiter. Und dadurch sammelt sich eine Unmenge an Kapital. Ich zitiere, ein Arbeiter einer Baumwollfabrik, produziert er nur Baumwollstoffe? Nein, er produziert Kapital. Und das ist nun das Grundgesetz des gesamten Kapitalismus, dass der Kapitalist natürlich einen Mehrwert produzieren muss. Wenn er nur plus minus null macht, dann reicht das nicht. Und deswegen sagt Marx, Zitat, Produktion von Mehrwert oder Plusmacherei sind das absolute Gesetz dieser Produktionsweise. Warum ist es das absolute Gesetz? Warum kann da keiner raus und kann sagen, ja, ich gebe jetzt den Arbeitern mal doppelt so viel oder ich schütte meine ganzen Gewinne aus, ich mache keinen Mehrwert? Es würde nicht gehen, weil der Kapitalist diesen Mehrwert braucht und nimmt und reinvestiert. Es kann natürlich sein, der kauft sich schon erst eine Yacht und kauft sich ein paar Häuser in Davos, aber irgendwann reinvestiert er sein großes Kapital wieder in die Firma, in die Produktion. Und warum muss er das machen? Er muss reinvestieren, weil er sonst von anderen geschluckt wird. Denn, und jetzt komme ich zum nächsten Punkt, zur Akkumulations- und Konzentrationstheorie. Man muss bedenken, durch die Reinvestition des Kapitals, das er aus dem Mehrwert gewinnt, kann er noch mehr Arbeiter einstellen, er kann noch mehr produzieren, er kann neue Märkte erobern, er kann sagen, bisher habe ich nur England mit Hemden versorgt, jetzt versorge ich auch noch Deutschland, Frankreich mit Hemden und so weiter. Aber irgendwann hat er den ganzen Markt erobert. Was macht er dann, wenn er merkt, er kann einfach nicht mehr Hemden verkaufen, dann macht es auch keinen Sinn, noch mehr Arbeiter einzustellen und die Produktion noch auszuweiten? Nein, dann guckt er, wie kann ich noch mehr Gewinn machen und dann sieht er, aha, da gibt es noch einen anderen, der Hemden produziert. Und dann versucht er, dem seinen Betrieb kaputt zu machen oder aufzukaufen oder zu übernehmen. Und wie macht er das? Wie läuft der Konkurrenzkampf im Kapitalismus oder ich kann auch sagen in der freien Marktwirtschaft? Wir sagen ja heute freie Marktwirtschaft. Wie läuft der Konkurrenzkampf? Er läuft über die Verbilligung der Waren. Die Waren werden, wie Marx sagt, wohlfeil gemacht. Sie werden preiswert gemacht. Und der Trick ist ganz einfach. Wenn es Ihnen gelingt, Ihre Hemden als Unternehmer einfach mal ein ganzes Jahr lang nur für den halben Preis zu verkaufen von dem Konkurrenten, dann hat der Konkurrent Ihre Schwierigkeiten, weil der Konkurrent kann dann kein einziges Hemd mehr verkaufen, weil natürlich alle Ihre Hemden kaufen, wenn die nur halb so teuer sind. Und das müssen Sie allerdings durchhalten. Und Sie können das durchhalten, wenn Sie ein großes Kapital haben. Dann können Sie sich leisten, mal ein Jahr lang miese zu machen, ganz egal, aber nach dem einen Jahr ist der andere bankrott. Dann kaufen Sie dem seine Firma auf oder er verschwindet vom Markt und dann holen Sie das Geld schnell wieder rein, weil Sie dann natürlich allein diesen riesigen Markt bedienen können. Und Marx hat das gesehen. Ich zitiere das mal. Die Wohlfeilheit, die Billigkeit der Waren hängt von der Produktivität der Arbeit, diese aber von der Stufenleiter der Produktion ab. Die größeren Kapitale schlagen daher die kleineren. Da ist auch ein schöner Satz, große Kapitale schlagen kleine Kapitale. Die größeren Kapitale schlagen die kleineren. Klar, weil derjenige, der mehr Ressourcen hat, der mehr Kapital hat, kann sich leisten, im Preiskampf länger den Billigpreis durchzuhalten. Jemand, der keine Kapitalreserve hat, der kann am Anfang mitgehen, wenn er sieht, oh,
Die Konkurrenz macht es so preiswert, ich muss auch runter mit dem Preis, aber nach einem halben Jahr schafft das nicht mehr, weil die Schulden zu groß werden, die Bank gibt ihm keinen Kredit mehr, dann ist er pleite. Deswegen schlagen große Kapitale kleine Kapitale. Und jetzt passiert Folgendes, jetzt wird es immer spannender. Zitat: Je ein Kapitalist schlägt viele tot. Hand in Hand mit dieser Zentralisation und Expropriation vieler Kapitalisten durch wenige entwickelt sich die bewusste technische Anwendung der Wissenschaft, die planmäßige Ausbeutung der Erde, die Verschlingung aller Völker in das Netz des Weltmarkts und damit der internationale Charakter des kapitalistischen Systems. Je ein Kapitalist schlägt viele tot, Hand in Hand mit dieser Zentralisation und Expropriation, was heißt Expropriation? Das ist lateinisch, das heißt Enteignung. Ja, mit der Enteignung vieler Kapitalisten durch wenige, klar, die reicheren Kapitalisten, die fusionieren, die kaufen andere Betriebe auf, die versuchen immer größer zu werden. Und Hand in Hand damit passiert etwas Zweites und das finde ich besonders toll. Karl Marx, der lebte ja Mitte des 19. Jahrhunderts, also ein kommunistisches Manifest war 1848. Also wenn wir mal überlegen, dass er hier schon die Globalisierung vorhersieht, das war damals alles erst in den Anfängen, da gab es noch nationale Volkswirtschaften. Und er sagt hier bereits, die bewusste technische Anwendung der Wissenschaft, die planmäßige Ausbeutung der Erde, die Verschlingung aller Völker in das Netz des Weltmarkts, genau das ist die Globalisierung, die er vorhersagt. Und in diesem Zusammenhang passiert jetzt Folgendes. Durch die Konzentration und Akkumulation des Kapitals kommt es interessanterweise zwar zu einem immer größeren Reichtum bei den einigen wenigen Kapitalisten, es wird immer mehr Milliardäre geben, immer mehr Millionäre, aber auf der anderen Seite, sagt Marx, werden die Arbeiter und die Bevölkerung, die werden immer ärmer. Es wird immer mehr Geringverdiener geben und immer mehr Reiche, prognostiziert Karl Marx, durch den Konzentrationsprozess. Und jetzt kommt auch was Interessantes, Zitat, er sagt: Das Kapital kann hier zu gewaltigen Massen in einer Hand anwachsen, weil es dort in vielen einzelnen Händen entzogen wird. Ist das nicht wunderschön? Das Kapital kann hier zu gewaltigen Massen in einer Hand anwachsen, weil es dort in vielen einzelnen Händen entzogen wird. Und das Spannende ist jetzt, dass Marx sagt, ja, da ist nicht der Kapitalist schuld im moralischen Sinne, sondern der Großbürger, der jetzt ein Unternehmen oder eine Fabrik hat und ein paar Aktionäre, der kann gar nicht anders, als dass er immer wieder versucht zu rationalisieren. Der steht, so Marx, unter einem enormen Rationalisierungsdruck. Er muss sozusagen versuchen, seine Konkurrenz auf Abstand zu halten, aufzukaufen. Wenn er das nicht tut, wenn er nicht durch Maschinen versucht, die Arbeiter zu ersetzen, billiger, preiswerter zu werden, dann verschwindet er irgendwann vom Markt, die Produkte sind zu teuer, werden nicht mehr gekauft, dann macht er selber pleite oder wird geschluckt von einem anderen. Deshalb gilt in der Wirtschaft, so Marx, nur die Regel, du musst wachsen, sonst wirst du selber gefressen. Und das führt nun dazu, dass eben ein Kapitalist viele totschlägt und es immer mehr Kapitalakkumulationen gibt. Und die Verarmung, das ist jetzt auch interessant, kommt an einem bestimmten Punkt der Produktion, weil die Produktion zu sich selbst in Widerspruch gerät. Da zeige ich Ihnen mal zuerst das Zitat. Mit der beständig abnehmenden Zahl der Kapitalmagnaten ist uns klar, ja, die nehmen natürlich ab, die Kapitalmagnaten, weil es immer größere Fusionen und Weltkonzerne gibt. Mit der beständig abnehmenden Zahl der Kapitalmagnaten wächst die Masse des Elends, des Drucks, der Knechtschaft, der Entartung, der Ausbeutung, aber auch die Empörung der stets anschwellenden Arbeiterklasse. Warum wächst jetzt das Elend, wenn wir eine immer kleinere Zahl von Kapitalisten haben? Der Grund ist ganz einfach. Marx sagt, irgendwann wird so effizient produziert, und in seiner Zeit war das ja auch schon der Fall, dass durch den Rationalisierungsdruck immer mehr Arbeiter entlassen wurden und durch Maschinen ersetzt wurden. Damals gab es einen Weberaufstand.
Sie müssen sich vorstellen, die Weber, die haben immer diese Weberschiffchen, da waren diese Fäden gespannt und die haben diese Schiffchen durchgezogen, wieder durchgezogen, mit so einem Rechen festgezogen und so sind diese Stoffbahnen entstanden. Und auf einmal hat es eine Maschine gemacht und dann konnte diese Maschine sogar noch Dampf getrieben werden. Dann haben diese Dampfmaschinen 1000-mal so viel produziert wie 10 Arbeiter. Und dann haben die Kapitalisten immer mehr Maschinen gekauft, Webmaschinen, Spinnmaschinen und die Arbeiter entlassen. Und haben eine irre Menge von Stoffen, Hosen, Hemden produziert mit immer weniger Arbeitern. Was war aber das Problem? Irgendwann hatten die Arbeiter, die hatten ja keinerlei Geld mehr, wenn sie arbeitslos waren. Sie müssen bedenken, damals gab es keine Arbeitslosenversicherung in dem Sinne. Das waren proletarische Massen, die da entstanden sind. Die sind vor Hunger umgefallen auf den Straßen. Es war katastrophal. Die Kirche hat teilweise noch Armenspeisungen gemacht, aber es sind immer mehr Proletarier, und zwar mittellose Proletarier entstanden. Und dadurch, kann Marx sagen, kommt es zur Empörung der stets anschwellenden Arbeiterklasse. Weil jetzt kam eine wahnsinnige Spirale in Gang. Die Fabriken haben perfekt produziert, immer mehr, aber die Arbeiter konnten sie nicht mehr kaufen. Dann haben die Kapitalisten was gemacht? Sie haben die Produktion runtergefahren, haben gemerkt, komisch, die Hemden gehen nicht mehr, wir brauchen nicht mehr so viele, die Lager sind voll, wir produzieren weniger, haben Kurzarbeit gemacht. Irgendwann haben sie gar nichts mehr gemacht und haben alle Arbeiter entlassen, weil ja eh nichts mehr gekauft wurde. Und umso mehr Arbeiter entlassen wurden, umso weniger war die Kaufkraft da. Also es war eine Spirale, die sich immer weiter runtergeschaukelt hat und am Ende, so Marx, werden Tausende, ja Hunderttausende Arbeiter in Europa vor den Fabriktoren stehen. In der Fabrik sind hochentwickelte, gute Maschinen. Die Lager sind voll, aber niemand kann das mehr kaufen. Und das ist der innere Widerspruch des Kapitalismus. Wissen Sie? Also der Kapitalismus schafft sich selbst ab durch seine inneren Widersprüche. Die Produktionsmittel geraten selbst zueinander in Widerspruch. Perfekte Maschinen, tolle Fabriken, aber vor den Toren tausende Arbeitslose und keiner kommt mehr ran. Die Maschinen stehen still, der Kapitalismus legt sich lahm. Schauen wir uns mal hier dieses Zitat an. Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen. Das habe ich versucht, Ihnen eben zu erklären. Es ist nicht, weil Marx und Engels idealistisch sagen, wir brauchen eine Revolution. Nein, weil die Produktion selbst hebt sich auf. Ich zitiere nochmal. Die Zentralisation der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen Punkt, wo sie unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle. Sie wird gesprengt. Die Expropriateurs werden expropriiert. Auch wieder ein wunderschöner Satz von Marx, die Expropriateurs werden expropriiert. Auf Deutsch, die Enteigner, also diejenigen, die andere enteignet haben, werden jetzt selbst enteignet. Die Kapitalisten haben nämlich andere enteignet. Die haben nämlich erst versucht, andere Unternehmer aufzukaufen, mit dem Preiskampf durch Verbilligung der Waren fertig zu machen, bis sie dann das Unternehmen aufkaufen konnten oder übernehmen konnten und haben dadurch immer mehr andere enteignet und eine Marktmacht geschaffen. Und jetzt werden diese Enteigner selbst enteignet. Die Expropriateurs werden expropriiert. Und nun passiert etwas ganz Entscheidendes. Die Arbeiter übernehmen die Fabriken in einem durchaus gewaltsamen Akt. Also das ist eine Revolution, eine politische Revolution. Die Arbeiter übernehmen nicht nur die ökonomische Macht, auch die politische Macht. Sie bilden Arbeiterräte und es wird auch, Marx nennt das, die Diktatur des Proletariats geben. Diese Diktatur des Proletariats ist allerdings nach Karl Marx ein Übergangszustand. Will heißen, die Diktatur des Proletariats wird nur so lange gebraucht, bis tatsächlich alle Betriebe in volkseigene Betriebe umgewandelt sind und bis sozusagen der Klassengegensatz aufgehoben ist. Weil jetzt passiert nämlich was Wunderbares. Da jetzt gemeinschaftlich produziert wird, weil die Fabriken allen gehören, nicht nur den Arbeitern, die dort arbeiten, sondern dem ganzen Volk, gibt es auch auf einmal den Gegensatz nicht mehr zwischen der Bourgeoisie und den Arbeitern, weil auch die Bourgeois müssen in der Fabrik arbeiten oder in bestimmten Funktionen mithelfen, die können sich da nicht mehr rausnehmen. Und dadurch heben sich die Klassen selbst ganz auf. Ich zitiere mal, wie das aussieht.
Ich wollte Ihnen noch was anderes zeigen, was mir wichtig erscheint. Und zwar, wo haben wir es? Hier, schauen wir uns nochmal diese Grafik an. Interessanterweise bei Marx, Sie erinnern sich, es geht los mit der klassenlosen Gesellschaft, der Gentilgesellschaft. Ja, denken Sie an die nordafrikanischen Indianerstämme. Dann kommen die ganzen Klassengesellschaften, die Sklavenhalter, die Feudalgesellschaft, die kapitalistische Gesellschaft und die kommunistische Gesellschaft. Und hier am Ende durch die kommunistische Gesellschaft kommen wir wieder in den klassenlosen Zustand, der am Anfang der Geschichte herrschte. Ja? Klassenlose Gesellschaft, Klassengesellschaft, klassenlos. Also die Geschichte macht fast einen Kreis, wenn man so will. Allerdings auf einer viel, viel höheren Produktionsstufe. Auf einer viel höheren Produktionsstufe kehren wir wieder zurück in die klassenlose Gesellschaft. Marx hat leider nicht mehr genau ausgeführt und auch nicht Engels, wie denn dann die kommunistische Gesellschaft exakt umgesetzt werden soll. Er spricht von freien Assoziationen aller Bürger und aller Menschen in diesem Staat und von einer planwirtschaftlich geführten, Produktion. Und diese planwirtschaftlich geführte Produktion, das wissen wir heutzutage, hatte natürlich auch ihre Probleme. Es hat ja dann, 100 Jahre nach Marx, zahlreiche, oder schon früher hat es eingesetzt, Oktoberrevolution in Russland war ja schon erheblich früher, 1919, also man muss mal sehen, es hat ja dann die Versuche gegeben, im Sinne von Karl Marx planwirtschaftlich zu produzieren. Und es gab die volkseigenen Betriebe, aber auch die hatten dann ein Problem. Und zwar hatten sie das Problem, dass sie mal zu viel produziert haben von einer Ware, mal zu wenig. Dann hat man die Produktion umgestellt und man muss ja bedenken, es ist schwierig, auf die rasch wechselnden Bedürfnisse der Bevölkerung immer exakt gut schnell reagieren zu können. Und insgesamt wurde das natürlich auch als Mängelwirtschaft interpretiert dann von den Menschen. Und am Ende, Sie kennen das Ergebnis, haben die Bürger in den sozialistisch-kommunistischen Gesellschaften selbst dem Kommunismus den Rücken gedreht. Aber trotzdem muss man sagen, dass uns Marx natürlich mit seiner kritischen Analyse des Kapitalismus ein wunderbares Instrumentarium an die Hand gegeben hat. Auch heutzutage die freie Marktwirtschaft wirklich daraufhin abzuklopfen und zu sehen, wo gibt es die Krisen, wo gibt es diese Probleme. Gut. Zum Schluss möchte ich noch die Frage stellen. Was hat uns Karl Marx heute noch zu sagen? Was nutzt uns dieses Gedankengut heute? Und eines kann man feststellen, nehmen wir mal die Akkumulationstheorie, die Akkumulations- und Konzentrationstheorie. Diese These aus dem Kapital ist von geradezu erschreckender Aktualität. Wenn Sie bedenken, heute vergeht kein Monat, an dem Sie nicht in den Nachrichten sehen können, wie wieder ein Konzern eine andere Firma aufgekauft hat, wie es wieder riesige supranationale Fusionen gibt. Wir haben natürlich Kartellämter, die genau das zu verhindern versuchen, weil die ganze freie Marktwirtschaft, der Kapitalismus lebt ja davon, dass verschiedene Unternehmer dieselben Produkte anbieten und sich gegenseitig unterbieten. Aber auch die Kartellämter schaffen es nicht, wenn wir, und das lässt sich statistisch nachweisen, die Vielzahl der Unternehmen anschauen, dann gibt es nach wie vor den von Marx kritisierten Konzentrationsprozess. Kleines Beispiel, wir hatten noch vor wenigen Jahrzehnten eine Vielzahl, bestimmt mehrstellige Zahl von Energieunternehmen. Heutzutage können Sie die großen Energieunternehmen, die Energieversorger, an einer einzigen Hand abzählen. Oder gehen Sie mal in den Supermarkt, da finden Sie sehr viele bunt verpackte verschiedene Produkte, aber letztlich stammen etwa 30% dieser Produkte von einem einzigen großen Lebensmittelkonzern. Also die Konzentration
ist zweifellos nach wie vor ein Riesenproblem, auch wenn wir natürlich versuchen, politisch dem einen Riegel vorzuschieben. Zweitens, und da habe ich Ihnen noch mal ein Zitat mitgebracht, die Verelendungstheorie. Marx sagt, dass durch die freie Marktwirtschaft, durch den Kapitalismus, irgendwann im Rahmen der Konzentration die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Und tatsächlich müssen wir leider sagen, obwohl wir nach dem Krieg eine soziale Marktwirtschaft gegründet haben und der Versuch da war, von politischer Seite einen Kapitalismus mit menschlichem Antlitz zu schaffen. Man hat Arbeitslosengeld eingeführt, eine Sozialversicherung, Sozialhilfe, Krankenversicherung, Rentenversicherung, damit die Menschen auch, wenn sie krank werden, wenn sie alt sind oder arbeitslos, vom Kapitalismus getragen werden und nicht gleich verelenden, wie das zur Zeit von Marx der Fall war. Also man hat versucht, mit der sozialen Marktwirtschaft sozusagen die Schere von Arm und Reich ein bisschen einzudämmen. Aber, Sie wissen es alle, in den europäischen Staaten gibt es keinen einzigen Staat, in dem Arm und Reich sich annähern. Wir stehen tatsächlich vor dem Fakt, dass auch in der Bundesrepublik Deutschland wir immer mehr Besserverdienende haben, immer mehr Millionäre, immer mehr Milliardäre und tatsächlich eine immer größere, rasch anwachsende Zahl von Geringverdienern. Also diese Schere von Arm und Reich geht auseinander. Und da spielt es gar keine Rolle, ob die Regierung bei uns gerade sozialdemokratisch ist oder konservativ. Die Schere von Arm und Reich ist in jeder Regierungszeit weiter auseinandergegangen. Und das ist natürlich bedenklich. Hinzu kommen noch die großen Unterschiede zwischen Nord und Süd, also zwischen Entwicklungsländern und industrialisierten Ländern. Aber sogar in den industrialisierten Ländern schaffen wir es nicht, das Kapital in irgendeiner Weise so umzuverteilen, dass es die Schere zwischen Arm und Reich nicht mehr gibt. Und eine dritte bedenkliche Systemkritik hat Marx geäußert, die ich zum Schluss auch noch nennen will. Er hat, übrigens das Zitat wollte ich Ihnen nochmal sagen, weil ich es einfach brillant finde, das schauen wir uns nochmal schnell an, das Kapital kann hier zu gewaltigen Massen in einer Hand anwachsen, weil es dort in vielen einzelnen Händen entzogen wird. Das ist genau die Schere zwischen Arm und Reich. Gut, und der dritte Punkt, wo Marx auch noch heutzutage einen Stachel gesetzt hat, der stimmt, habe ich Ihnen hier mitgebracht, noch ein Zitat. Da sagt er, die moderne bürgerliche Gesellschaft, die so gewaltige Produktions- und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht dem Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor. Ich wiederhole es nochmal. Die moderne bürgerliche Gesellschaft, die so gewaltige Produktions- und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht dem Hexenmeister, der die Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor. Und tatsächlich, ich meine, besser kann man die heutige Situation kaum beschreiben, als was da Karl Marx vor, lassen Sie mich rechnen, etwa 150 Jahren, ja gut 150 Jahren gesagt hat. Denn heute ist es ja genau so. Denken Sie nur an die Bankenkrise. Das ist ja wie ein böser Zauber über alle gekommen. Die Politiker haben auf die Banker gezeigt, die Banker haben auf die Immobilienfonds gezeigt, dass da Zinsen nicht gezahlt wurden, haben gesagt, die Kunden wollen hohe Renditen, also müssen wir spekulativ anlegen, um die hohen Renditewünsche der Kunden zu befriedigen und so weiter. Jeder hat sich auf den anderen rausgehend. Letztlich war die Gier und, wie soll ich sagen, das Eigeninteresse und auch die Prämien der Banker, das hat alles zusammengespielt. Die Plusmacherei, haben wir vorher im Zitat gesehen, die das Grundgesetz der freien Marktwirtschaft ist, führt dann dazu, dass wie bei einem Hexenmeister die Gewalten, die freigesetzt werden, nicht mehr kontrolliert werden. Es gibt riesige globale Kapital- und Finanzströme, wo die nationalen Regierungen natürlich völlig überfordert sind, wie wir zum Beispiel auch wieder an der Schuldenkrise sehen. Also auch hier hat Marx uns einiges gesagt. Die Frage ist nun, was ist die Alternative, wenn wir sagen, Marx hat mit seiner Kritik recht? Die Planwirtschaft, haben wir ja bereits gesehen, ist leider, hat sie nicht wirklich in der Weise funktioniert, wie sie hätte funktionieren können. Die freie, völlig neoliberale oder liberale Marktwirtschaft funktioniert auch nicht, das sehen wir auch. Also vielleicht liegt die Lösung irgendwo in der Mitte, dass wir versuchen müssen, die Marktwirtschaft zu kontrollieren und Grenzen zu setzen. Aber das ist jetzt Spekulation und man müsste sich auch überlegen, wie man das überhaupt realisieren kann. Ein Mittelweg zwischen Planwirtschaft und freiem Kapitalismus. Bevor ich lang spekuliere, will ich Ihnen ganz zum Schluss noch eine wunderbare, konkrete Vision von Karl Marx erzählen. Er hat nämlich
tatsächlich die, wie ich finde, brillante Vorhersage gemacht, dass die Produktivität immer höher werden kann und gesteigert werden kann. Ja, er sagt, hier, der wirkliche Reichtum der Gesellschaft hängt nicht ab von der Länge der Mehrarbeit, sondern von ihrer Produktivität. Also, der wirkliche Reichtum der Gesellschaft hängt nicht ab von der Länge der Mehrarbeit, sondern von ihrer Produktivität. Das heißt, im Sinne von Marx, es ist nicht so wichtig, dass wir ewig lang jeden Tag 8 Stunden arbeiten oder dass wir das Rentenalter hochsetzen auf 70 Jahre, sondern die Produktivität muss steigern und davon hängt der Wohlstand der Gesellschaft ab. Und tatsächlich ist die Produktivität natürlich sehr gewachsen in den letzten Jahrzehnten. Und man muss sagen, heutzutage können wir es uns leisten, oder was heißt können wir leisten? Wir leisten es uns in allen modernen europäischen Gesellschaften, dass wir Millionen Menschen von der Arbeit freistellen. Wir haben Millionen Arbeitslose in jedem europäischen Staat und die nicht mehr an der Produktion beteiligt sind. Und das spricht natürlich für die hohe Produktivität, die wir haben mit unseren Maschinen. Und der Punkt ist nun aber, dass Karl Marx sagt, das ist eigentlich eine gute Sache, dass wir so gut produzieren, und das war seine Vision, dass wir irgendwann Teile der Bevölkerung für Wissenschaft, Kunst und Kultur freistellen können von der Notwendigkeit der Arbeit. Und dann können wir in das Reich der Freiheit eintreten. Und ich finde es so brillant, dass Karl Marx, für den die Arbeit ja immer das Materielle, die Grundlage für alles ist, dass er so eine Vision entwickelt, dass am Ende der Geschichte vielleicht die Produktivität so hoch wird, dass der Einzelne nicht mehr so lange arbeiten muss. Also Arbeitszeitverkürzung war eine massive Forderung von Marx. Dass wir vielleicht nur noch 20 Stunden am Tag arbeiten und die restliche Zeit sozusagen für die Selbstentfaltung als Selbstzweck haben. Ich zitiere das mal. Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört. Jenseits desselben beginnt die menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit. Also, das Reich der Freiheit erreichen wir, wenn das Arbeiten, das durch Not bestimmt ist, aufhört. Und Marx wäre heutzutage sicherlich ein Vertreter des bedingungslosen Grundeinkommens, weil das eben auch zeigt, dass diese Menschen, die wir nicht mehr in den Arbeitsprozess einbinden können, die Arbeitslosen, die müssen natürlich auch die Möglichkeit haben, sich sozusagen Kunst, Kultur, Wissenschaft widmen zu können, was ja heute kaum der Fall ist aufgrund der niedrigen Möglichkeiten, die sie wie finanziell und pekuniär haben. Ja, das vielleicht noch als eine Vision, die auch für uns heute, denke ich, realisierbar sein sollte. Zumindest sollten wir dieses Ziel verfolgen. Und als letztes möchte ich das letzte Wort dem Philosophen Karl Marx lassen. Er hat schon als Jugendlicher, als 17-Jähriger, etwas Wunderbares geschrieben. Legen Sie mich nicht fest, es kann 16-, 18-Jähriger auch gewesen sein. Aber es war jedenfalls in einer seiner Abiturarbeiten, hat er etwas ganz Wunderbares gesagt, was nochmal den Geist von Karl Marx wiedergibt. Und zwar sagt er, Zitat, der Mensch ist ein Gattungswesen. Das heißt zum einen, dass wir eben nicht, wie wir immer suggeriert bekommen, vielleicht auch ideologisch suggeriert bekommen im Kapitalismus, wir sind nicht nur Egoisten, die auf Eigeninteresse achten und für sich selber halt das Beste rausholen und Selbstoptimierung betreiben. Nein, Marx sagt, der Mensch ist von seinem Wesen her ein Gattungswesen. Das heißt, wir leben doch in Gemeinschaft, wir leben in Familien, in Gesellschaften. Wir gehen zusammen ins Fußballstadion. Wir sind ein geselliges Wesen. Und zum Zweiten sagt dieser Satz auch, dass sozusagen unsere Bestimmung auch darin besteht, gesellig zu sein und uns in der Gemeinschaft zu verwirklichen. Und hier kommt sein Schlusszitat. Er sagt, die Natur des Menschen ist so eingerichtet, dass er seine Vervollkommnung nur erreichen kann, wenn er für das Wohl seiner Mitwelt wirkt. Wenn er nur für sich selbst schafft, kann er wohl ein berühmter Gelehrter, ein großer Weiser, ein ausgezeichneter Dichter, aber nie ein vollendeter, wahrhaft großer Mensch sein. Also, wer nur für sich selbst schafft, kann zwar ein berühmter Dichter werden, großer Wissenschaftler,
aber er wird nie ein vollendeter, wahrhaft großer Mensch sein, denn dazu muss er auch für das Wohl seiner Mitwelt wirken. In diesem Sinne kann ich Ihnen oder uns nur wünschen, dass es uns gelingt, uns als Gattungswesen zu erkennen und sozusagen unsere Bestimmung zu finden, dergestalt, dass wir eben nicht nur auf unser eigenes Interesse schauen, sondern immer auch das große Ganze im Auge haben. Und das bedeutet im Sinne von Karl Marx natürlich unsere Mitwelt, letztlich ja die Menschheit. Vielen Dank. Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Philosophen Immanuel Kant. Und ich kann Ihnen auch gleich versichern, Immanuel Kant ist einer der bedeutendsten Philosophen überhaupt. Er hat bereits im 18. Jahrhundert zwei ganz große Entdeckungen gemacht, die uns bis heute in Atem halten. Zum einen natürlich den kategorischen Imperativ, den Sie alle noch aus der Schule kennen, meistens aus dem Deutschunterricht. Und zum anderen, und das war vielleicht tatsächlich noch wichtiger, hat er als allererster eine uralte Frage der Menschheitsgeschichte beantwortet, nämlich die Frage, wie in unserem Kopf überhaupt Erkenntnisse zustande kommen. Wie funktioniert unser Denkapparat? Ja? Wie kommen wir zu sicheren Wahrheiten und Erkenntnissen? Ja? Und diese Frage hat er beantwortet in seinem Hauptwerk, in der Kritik der reinen Vernunft, über 1000 Seiten. Sie sehen hier, es ist hier in zwei Bänden erschienen, weil es in einem Band gar nicht ginge. Und in dieses Werk ist tatsächlich ein ganz großes und bedeutendes literarisches Stück der gesamten Philosophiegeschichte. Er stellt darin die Frage, was kann unsere Vernunft überhaupt erkennen und was nicht. Daher Kritik der reinen Vernunft. Er sagt, die ganze Philosophie, das ist ein Zitat von Immanuel Kant, die Philosophie wimmelt von fehlerhaften Definitionen. Und der Grund dafür ist ganz einfach, dass die Menschen zwar, so Kant, alle dieselbe Wirklichkeit sehen. Ja, wir leben ja alle auf derselben Erde, aber das Entscheidende ist, dass wir durch Denkfehler und falsche logische Schlüsse dann zu völlig unterschiedlichen Definitionen und Meinungen und Erkenntnissen kommen. Und das wollte Kant nicht mehr dulden. Und deswegen hat er diese radikale Frage gestellt, wie funktioniert der Denkapparat und wie kommen wir zu absolut korrekten Erkenntnissen? Ja. Und das hat er auf über 1000 Seiten untersucht. Das Entscheidende ist nun, was für uns auch wichtig ist, dass Kant selbst wollte mit 46 Jahren auch keine Halbwahrheiten mehr von sich geben und hat kein einziges Buch mehr geschrieben, keinen Artikel mehr, nichts mehr, obwohl er als Professor eigentlich dazu verpflichtet war, ständig neue Publikationen herauszugeben. Nein, er hat nichts mehr geschrieben. Er hat sich in sein Studierzimmer zurückgezogen und hat tatsächlich nur noch an dieser einen Frage gearbeitet. Wie funktioniert unser Denkapparat? Ja. Er hat sich jeden Morgen mit eiserner Disziplin von seinem Diener wecken lassen mit den Worten, es ist Zeit. Und dann ist er aufgestanden, noch im Schlafrock, hat er 2 Stunden gearbeitet, seine Vorlesung gehalten, wieder zurück. Dann hat er nur noch am Nachmittag einen kleinen Spaziergang gemacht, ansonsten eisern. Und das, liebe Studentinnen und Studenten, 11 Jahre lang. Und erst nach 11 Jahren hat er der Menschheit seine Antwort gegeben, ja, wie der menschliche Denkapparat funktioniert. Und ich habe hier ein weiteres Zitat. Die Kritik der reinen Vernunft, ja, dieses Buch, das Hauptwerk, dann versteht er, sagt er, ich verstehe hierunter nicht die Kritik der Bücher und Systeme, sondern die des Vernunftsvermögens überhaupt. Es geht darum, dass er nicht andere Philosophen jetzt irgendwie kritisieren will, sondern er will kritisch fragen, was kann das Vernunftsvermögen überhaupt leisten?
Und das ist eine ganz, ganz bedeutende Frage. Also es ist immer schwer, die Radikalität dieser Frage überhaupt jungen Menschen verständlich zu machen. Deshalb versuche ich es mal jetzt mit einem ganz konkreten Beispiel. Ja? Sie alle hier im Saal haben ja Sinneseindrücke. Sie riechen, sie hören, sie sehen und sie fühlen vielleicht, ja, vielleicht den Druck ihrer Stühle. Ja? Sie haben hohe Sinneseindrücke, alle hier, ich auch. Ja? Sie sehen beispielsweise hier dieses tiefe Blau, Sie sehen das Gold, Sie hören Kehlkopflaute, also ich erzeuge mit dem Kehlkopf Laute in Form von Sprache natürlich, aber erstmal hören Sie nur die Kehlkopflaute, dann sehen Sie hier schwarze Zeichen, schwarz, weiß, das sind alles Sinneseindrücke. Sie riechen ein bisschen trockene Luft hier, ja, im Saal. Und dann vielleicht fühlen Sie noch den Druck von dem Stuhl, weil, ja gut, unsere Stühle sind ja jetzt nicht so, die sind ein bisschen hart. Ja? Und diese ganzen Sinneseindrücke kommen ja gleichzeitig zu Ihnen rein, in den Kopf. Jetzt könnte sein, dass Sie da sitzen und alles mischt sich. Blau, Gold, Kant, Hintern, Wehtun, Weiß, Zeichen, akustische Lauten, alles durcheinander. Ist aber nicht so. Wenn ich Sie jetzt frage, warum sind Sie hier? Ja, warum sind Sie hier? Ja? Ja, Sie hören eine Vorlesung über Kant und sitzen vielleicht auf einem unbequemen Stuhl. Und das ist schon eine Erkenntnis. Das ist eine Erkenntnis. Ja? Wenn jemand sagt, ich höre gerade eine Vorlesung über Immanuel Kant und sitze dabei auf einem etwas unbequemen Stuhl, dann haben Sie all diese Sinneserfahrungen, die Sie in kurzer Zeit gemacht haben, schon geordnet, verarbeitet, analysiert und sind zu einer Erkenntnis gekommen. Aber wie ist das vor sich gegangen? Es geht ja blitzschnell immer. Und das ist das Interessante. Also Kant geht es nicht darum, nur wie der Wissenschaftler exakte Erkenntnisse formulieren kann und mit dem Denkapparat zu richtigen Ergebnissen kommt, sondern auch wie wir in jeder Sekunde unseres Lebens die ganzen Bilder, Gerüche, Töne verarbeiten. Darum geht es Immanuel Kant. Er sagt, alle unsere Erkenntnis fängt mit der Erfahrung an und daran ist gar kein Zweifel. Also, dass alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist kein Zweifel. Also es geht immer damit los, dass wir irgendeine Erfahrung machen. Ja? Denn wodurch sollte das Erkenntnisvermögen sonst zur Ausübung geweckt werden? Geschähe es nicht durch die Gegenstände, die unsere Sinne rühren. Also er sagt, es fängt immer so an, da ist irgendein Gegenstand, diese Wand, das Blau, das Gold, irgendwas rührt meine Sinne. Und dadurch fängt erstmal die ganze Erfahrung an und dadurch beginnt auch unser Denkapparat angeregt zu werden. Also am Ausgangspunkt stehen immer irgendwelche Gegenstände. Gut, Gegenstände, die unsere Sinne rühren und unsere Verstandestätigkeit in Bewegung bringen. Diese zu vergleichen, sie zu verknüpfen oder zu trennen und so den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer Erkenntnis zu verarbeiten. Jetzt wird es spannend. Also er sagt, am Anfang sind immer so rohe Sinneseindrücke. Rohe Sinneseindrücke, trockene Luft, ich rieche was, ich höre was, ich sehe was. Aber diese rohen Eindrücke, die werden dann blitzschnell verarbeitet. Und zwar, die bringen unsere Verstandestätigkeit in Bewegung. Ja? Also die rühren die Sinne und bringen die Verstandestätigkeit in Bewegung. Diese zu vergleichen. Wir vergleichen die Gegenstände blitzschnell, wir trennen und verknüpfen sie. Ja, was ist denn damit gemeint? Wieso trennen und verknüpft unser Verstand die Gegenstände? Da gebe ich Ihnen jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel wieder. Wenn wir in der Früh aufwachen, ja, angenommen, Sie schlafen gerade wunderbar und wachen auf, und da hören Sie, woran wachen Sie auf? Woran wachen Sie immer auf, wenn Sie aufwachen? Ja, Handy, Wecker, genau. Und dann Sie hören also das Fiepen oder Piepsen oder Rasseln. Ja? Das ist das Erste, was Sie hören. Das ist ein reiner, roher Sinneseindruck. Dann machen Sie vielleicht sogar noch so ein Auge zwinkern, machen ein bisschen auf, dann sind Sie geblendet, weil es ist schon Tageslicht. Sie sehen, der Vorhang ist ein Spalt auf, die Sonne scheint Ihnen ins Auge, die Nase riecht Kaffeegeruch. Sie riechen also, dass vielleicht die Freundin, wenn sie Glück haben, schon Kaffee gemacht hat. Dann hören Sie was zwitschern und merken, boah, die Vögel zwitschern so laut. Und dann merken Sie, naja, ist vielleicht ein schöner Tag. Und dann
fangen Sie an, mit Ihrem Kopf Ihre sinnlichen Eindrücke zu ordnen. Weil erstmal hören Sie ja nur das Fiepen und das Fiepsen vom Wecker und noch nichts anderes. Und dieser rohe sinnliche Eindruck, den müssen Sie zuordnen. Das kann ja auch eine Maus sein, die piepst. Ja? Das kann eine Klapperschlange sein. Das kann ein Zug sein, der vorbeifährt und quietscht. Ich habe es mal geschafft, den Wecker als ein Zuggeräusch in den Traum einzuordnen und habe dann verschlafen, weil ich geträumt habe, naja, da fährt es halt wieder ein Zug vorbei, wo es in Wirklichkeit der Wecker war. Also, aber auch wenn Sie aufwachen, und das ist das, was er sagt, wenn Sie aufwachen, dann vergleichen Sie, dann verknüpfen und trennen Sie. Ja? Und Sie halten das vielleicht für das Zischen einer Klapperschlange oder Sie halten das für das Fiepen der Maus, aber in dem Moment, wo Sie die Augen aufmachen, sehen Sie was Viereckiges und dann sehen Sie den Wecker und dann trennen Sie und sagen, nee, das ist kein Tier, das ist Plastik, das ist ein Wecker. Und dann können Sie vergleichen, zuordnen und trennen. Das macht dann der Verstand. Und jetzt kommt auch noch was ganz Spannendes. Ich gehe nochmal zurück. Alle unsere Tätigkeiten oder unsere Wahrnehmung, sagt der Kant, fängt erstmal damit an, dass wir die Dinge räumlich ordnen. Wenn wir aufwachen in der Früh, haben wir gar keine andere Chance, als dass wir alles räumlich sehen. Denn, jetzt kommt so eine These von ihm, die ich Ihnen doch gleich zeige, der Raum ist eine notwendige Vorstellung a priori, die allen äußeren Anschauungen zugrunde liegt. Also, wenn wir aufwachen, sehen wir beispielsweise den Wecker auf dem Nachttisch. Der Nachttisch steht ein Stück weg vom Bett. Dann sehen wir das Fenster, dann sehen wir den Vorhang, spalt auf, der ist wieder 2,50 Meter weg vom Bett. Und diese Entfernungen nebeneinander, übereinander, untereinander, können wir sehen. Aber warum können wir sie sehen? Und da sagt Kant, die Bedingung der Möglichkeit, dass wir alles räumlich anordnen, dass wir genau sehen können, dass es nebeneinander oder übereinander ist, dass wir räumliches Vorstellungsvermögen haben. Und drum, sagt er hier, der Raum ist eine Vorstellung a priori, die allen Anschauungen zugrunde liegt. Also alles Äußere, was wir sehen, Wecker, Nachttisch und so weiter, alle äußeren Anschauungen sind nur möglich, weil ich das räumliche Denken schon in mir drin habe. Die Computerfreaks unter Ihnen würden sagen, ist vorinstalliert. Ja? In unserem Gehirn vorinstalliert ist das räumliche Vorstellungsvermögen. Drum, was heißt übrigens a priori? Raum ist eine notwendige Vorstellung a priori. Wer ist Lateiner? A von Prior. Wer ist der Prior? Der Prior ist bei den Äbten der Erste, der Vorbeter, der Erste, der Vorderste, der vorne dran ist. Also das heißt quasi a priori, heißt von vorne herein. Von vorne, von vorderster Linie oder von vorne herein ist wahrscheinlich die beste Übersetzung. Weil der Raum von vorne herein in unseren Köpfen ist. Nicht erst, wenn wir die Augen aufmachen. Wir haben den schon drin. Und deshalb sehen wir räumlich. Aha. Wir können, versuchen Sie mal, also er macht auch da ein schönes Beispiel, das schauen wir uns mal an. Er sagt, damit ich die Gegenstände außer nebeneinander vorstellen könne, dazu muss die Vorstellung des Raumes schon zugrunde liegen. Ja? Und jetzt macht er was Schönes. Er sagt, wir können ja mal ein Gegenbeispiel machen. Stellen Sie sich mal vor, irgendeinen Gegenstand. Ich hole mal nochmal ein Buch. Ja, nehmen wir mal das Buch, weil ich habe gerade nichts anderes da. Ja? Nehmen wir dieses Buch. Jetzt versuchen Sie mal was. Versuchen Sie sich mal, das Buch vorzustellen, ohne dass es in einem Raum ist. Das geht nicht. Sie können sich zwar vorstellen, dass das Buch weg ist. Sie können sich einen Raum vorstellen, der komplett leer ist, wo meinetwegen nicht mal die Wand ist, wo ich nicht bin, wo nichts ist. Aber den Raum selber haben Sie dann immer noch im Kopf. Ja? Also den Raum kriegen wir nicht weg. Es ist unmöglich. Wir können uns auch vielleicht noch das, wir können uns jetzt vorstellen, dass hier der Raum weg ist. Dann stehen wir unter freiem Himmel. Aber auch wenn wir unter freiem Himmel stehen, ist da der Himmel, die Wolken und alles. Und selbst wenn wir uns das wegdenken, dann sind wir im Universum. Aber die räumliche Vorstellungskraft an sich, die kriegen wir niemals weg, sagt der Kant. Ja? Also er sagt, man kann niemals eine Vorstellung sich davon machen, dass gar kein Raum da ist. Obgleich man sich ganz wohl denken kann, dass keine Gegenstände darin sind. Also wir können uns eine Bibliothek vorstellen mit der Hälfte der Bücher oder sogar ganz ohne Bücher. Also wir können die Gegenstände aus dem Raum rausdenken. Aber in Räumlichkeiten denken wir immer. Da kommen wir nicht drum herum. Ja? Und jetzt kommt das Zweite, logischerweise, ich habe es schon verraten.
die Zeit. Das ist genau dasselbe Phänomen. Auch die Zeit, in dem Moment, wenn wir in der Früh aufwachen, müssen Sie mal schauen. Es ist nicht nur, dass wir alles räumlich sehen. Nee, wir hauen auch noch einen zweiten Filter über die Wirklichkeit drüber. Und auch dieser zweite Filter sozusagen, mit dem wir die Welt sehen, ist vorinstalliert. Das heißt, wir können gar nicht anders, als alles in so eine Reihenfolge zu bringen. Ganz brutal, ganz rigide ordnen wir alles an. Erst das Bimmeln, dann hören wir Vogelzwitschern, dann sehen wir den Vogel auf dem Fensterbrett, der wieder wegfliegt. Dann riecht man einen Kaffeegeruch, dann stehe ich vielleicht auf, dann ziehe ich den Vorhang auf, ja, manche ziehen ihn auch wieder zu, dann gehe ich raus, dann sage ich guten Morgen. Aber alles ordnet sich in einer zeitlichen Reihenfolge an. Sie können gar nicht anders. Auch da kann man die Gegenprobe machen. Versuchen Sie mal nur einen einzigen Tag oder auch nur eine Viertelstunde zu verbringen, ohne eine raumzeitliche Wahrnehmung zu haben. Das wird Ihnen nicht gelingen, weil Sie ständig in Zeitschienen wahrnehmen. Schauen Sie, wenn ich jetzt hier bin und mache 2, 3 Schritte hier rüber, dann war ich vorher hier, jetzt bin ich da. Aber das ist in einem Zeitkontinuum, was ich schon drin habe. Und jetzt kommt eine radikale Schlussfolgerung vom Kant. Er sagt, diese a priorischen Anschauungsformen vom Raum und Zeit, die ich über die Wirklichkeit drüber stülpe, ja, die führen dazu, dass alle Gegenstände der Sinne, ja, in der Zeit sind und notwendigerweise in Verhältnissen zur Zeit stehen. Und noch was Zweites, das ist noch viel wichtiger, was es für eine Bewandtnis mit den Gegenständen an sich und abgesondert von unserer Wahrnehmung, also Rezeptivität heißt Wahrnehmung, und unserer Sinnlichkeit haben möge, bleibt gänzlich unbekannt. Ist es verstanden? Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Kant. Das mündet in dem Satz, das Ding an sich ist nicht zu erkennen. Er sagt, was es für eine Bewandtnis mit den Gegenständen an sich hat, das wissen wir gar nicht. Ja? Also wie der Wecker wirklich ist, wissen wir nicht. Oder auch unser Raum. Wir sehen alles nur unter räumlich-zeitlichen Filtern. Und diesen Filter können wir nicht ausschalten. Wie die Sachen wirklich sind, wissen wir gar nicht genau. Ja? Wissen wir nicht. Und deswegen, das Ding an sich ist nicht zu erkennen. Wir erkennen es immer nur durch unsere Filter. Er radikalisiert es, er sagt sogar, wir erkennen nichts oder wir kennen nichts als unsere eigene Art, sie wahrzunehmen. Also wir kennen nichts als unsere Art, die Dinge wahrzunehmen, die uns eigentümlich ist, die auch nicht notwendig jedem Wesen, ob zwar dem Menschen zukommen muss. Unsere Art der Wahrnehmung, ja, muss nicht jedem Wesen zukommen. Die Bienen beispielsweise, wissen wir nicht, ob die raumzeitlich sehen können, ob die auch unsere a priorischen Anschauungsformen haben. Es gibt wissenschaftliche Studien, dass die Bienen sogar eine ganz andere Wahrnehmung haben, dass die Bienen, dass die diesen Blütenstaub, die Pollen, sehen die in metallischen Farben. Die können Dinge wahrnehmen, die wir gar nicht sehen. Die haben ein ganz anderes in der Welt sein und wahrscheinlich auch eine andere Wahrnehmung. Wir wissen es nicht. Ja? Und Kant sagt, wir kennen nichts anderes als unsere Art der Wahrnehmung. Die kommt dem Menschen zu anderen Wesen vielleicht nicht, wissen wir nicht. Gell? Aber eines steht fest, auch die Biene kann nicht sagen, wie die Blume an und für sich selbst wirklich aussieht. Auch die Biene kann nur sagen, die Blume sieht so und so aus, wie ich sie sehe. Und wir, wenn die Blume sehen, sehen sie vielleicht wieder ganz anders, wie die Blume wirklich ist, weiß niemand. Und das ist der berühmte Satz, das Ding an sich kann nicht erkannt werden. Gut, hier habe ich Ihnen jetzt nochmal ein Schema mitgebracht. Also, wir haben den Gegenstand, das ist alles, was wir sehen, wenn wir aufwachen. Dann kommen rohe Sinneseindrücke auf uns zu. Kant nennt es die Sinnlichkeit, ja? Und diese rohen Sinneseindrücke, der Geruch, das, was wir hören, was die Sinne wahrnehmen, die Nase, was wir riechen, was wir sehen, all diese Sinneseindrücke werden dann mit einem Raster versehen. Wir klatschen unser raumzeitliches Raster über alle Gegenstände rigoros drüber und dadurch ordnen sich die Dinge an. Und das führt zur Erkenntnis, aber nicht alleine. Das ist nur ein Teil der Erkenntnis. Denn jetzt kommt noch was anderes dazu, der Verstand und der Denkapparat. Hier wird jetzt eigentlich die Erkenntnis produziert. Ich habe Ihnen ja vorher ein Beispiel gegeben. Wenn wir nur die rohen Sinneseindrücke in Raum und Zeit hätten, hätten wir noch keine Erkenntnis. Dann haben wir nur Referent ist hier, Referent ist da. Ja?
Oder wir haben erst klingelt Wecker, dann heller Schein, dann Geduft, dann Geruch. Aber sie haben noch keine Erkenntnisse. Die Erkenntnis, dass ich auf den Wecker schaue und sage, es ist schon 8:30, ich komme zu spät, ich muss schnell raus. Oder die Erkenntnis, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, es wird ein warmer Tag, ich ziehe nur ein T-Shirt an. Das ist schon viel, viel mehr. Das sind schon Erkenntnisse. Ja? Da mache ich ja schon Kausalschlüsse und überlege, aha, das deutet auf warmes Wetter hin, wenn die Vögel so zwitschern, die Sonne scheint so stark und so. Ich ziehe nur ein T-Shirt an. Das ist schon eine Erkenntnis. Ja? Und die entsteht hier im Verstand. Ja? Und den ersten Teil haben wir übrigens, das ist ein wichtiger Teil in diesem Buch, in der Kritik der reinen Vernunft. Ja? Das nennt sich die transzendentale Ästhetik. Ja? Also der ganze Teil hier nennt sich transzendentale Ästhetik und da beschreibt er die a priorischen Anschauungsformen von Raum und Zeit. Ästhetik, was heißt Ästhetik? Wo sind die Griechen? Wer kann Griechisch? Es kommt von Aisthesis. Aisthesis heißt die Wahrnehmung im Grunde. Und letztendlich geht es auch da nur um die a priorischen Formen der Wahrnehmung und wir kennen das Ergebnis, ja? Der Transzendental ist übrigens auch noch ganz wichtig für Kant. Ihm geht es jetzt nicht darum, wie das biologisch bei uns im Kopf abläuft und wo das räumliche Denken ist und das zeitliche Denken. Das ist ihm wurscht. Er sagt, was ist die Bedingung der Möglichkeit, dass wir die Dinge räumlich und zeitlich wahrnehmen können? Das ist der transzendentalphilosophische Ansatz. Und das Ergebnis kennen wir, die Bedingung der Möglichkeit, dass wir alles räumlich-zeitlich wahrnehmen, ist die a priorische Tatsache, dass wir a priori Raum und Zeit schon als Vorstellung im Kopf haben. Und jetzt kommen wir zum Verstand. Jetzt kommen wir zum Verstand. Und zwar, wie kommen wir zu Urteilen, zu Erkenntnissen? Da sagt er, Urteilskraft ist das Vermögen, das Besondere enthalten unter dem Allgemeinen zu denken. Das ist jetzt ein schwieriger Satz. Urteilskraft ist das Vermögen, das Besondere unter dem Allgemeinen zu denken. Ja. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, wenn wir aufwachen und dann hören wir dieses Klingeln, dann denken wir dieses Geräusch als Besonderes, das Geräusch ist das Besondere, in verschiedenen Allgemeinheiten. Wir denken, das könnte zur Allgemeinheit des Quietschens gehören von Mäusen oder zur Allgemeinheit des Quietschens von Zügen oder zur Allgemeinheit des Fiepens von Elektrogeräten. Ja, es könnte auch mein Handy sein oder so. Und denken das in verschiedenen Allgemeinheiten. Wenn wir dann allerdings die Augen aufmachen und sehen auch noch den viereckigen Wecker, dann ist klar, wenn wir noch hinfassen und draufhauen, dass er still ist, fühlt sich nicht wie eine Maus an, hat kein Fell, die Qualität ist eine andere, es ist viereckig, das gehört zur Allgemeinheit der viereckigen Dinge und es gehört zur Allgemeinheit der elektrischen Dinge und dann haben wir sehr schnell das als Wecker identifiziert. Das meint er damit. Gell? Gut, dann kommen wir weiter. Jetzt, was Sie hier vor sich sehen, sind die berühmten 12 Kategorien. Interessanterweise, sagt Immanuel Kant, haben wir alle diese 12 Kategorien in unserem Kopf. Und jetzt nähern wir uns dem Kernstück der Kritik der reinen Vernunft. Er sagt, jeder Mensch auf der Erde hat diese 12 Kategorien und interessanterweise zwar nur 12. Es ist nicht so, dass Sie 10 haben, ich habe 11 und ein anderer hat 12, der nächste 15. Nein, wir haben alle nur 12 Möglichkeiten zu denken. Und in diesen 12 Kategorien denkt jedes menschliche Wesen, und zwar blitzschnell. Es ist nicht so, dass wir eine Kategorie nach der anderen anwenden, das geht oft gleichzeitig, aber die Bedingung der Möglichkeit, dass wir zu Erkenntnissen kommen, besteht darin, dass wir alle so denken. Und das schlüssel ich Ihnen mal auf. Er hat diese, sehen Sie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja? Also, ich habe mich verzählt, 9, 10, 11, 12. Und diese 12 Kategorien hat er zusammengefasst. Das sind einmal die drei Kategorien der Quantität. Also wenn wir aufwachen, denken wir auch in Quantitäten. Wir denken, wie viel ist es, wie viele Sachen sind um mich herum. Wir denken in Einheit, in Vielheit und so weiter.
Wir hören ja viele Vögel zwitschern und so, dann denken wir in der Qualität, ja? Also wir denken in der Qualität, wie fühlt sich das an, ist das weich, ist das pelzig, nein, ist nicht pelzig, ist Plastik, ist keine Maus, ja? Also wir denken in Qualitätskategorien und wir denken in Relationen, sehr stark sogar denken wir in Relationen, ja? Was hat das mit mir zu tun, wie hängt das alles zusammen? Da, bei den Relationen, ist zum Beispiel eine ganz wichtige Kategorie die Kausalität. Sie denken jeden Tag bestimmt 600-700 Mal mit der Kategorie der Kausalität. Auch bei jeder Kleinigkeit. Ja? Das fiebt, oh, klar, der Wecker fiebt, das ist die Batterie. Ja, weil da eine Batterie drin ist, fiebt der Wecker. Oder weil, Sie denken immer in Kategorien, oder weil Sie sehen, der Zeiger wird angetrieben durch die Batterie immer gleich schnell. Jetzt wissen Sie, aha, die Stunden kommen immer gleich, aha, es ist schon 9 Uhr, ich muss los, sonst komme ich zu spät. Also Sie denken immer in Ursache und Wirkungsgefügen. Oder die Vögel zwitschern, die Sonne scheint, also wird es ein warmer Tag, also ziehe ich ein T-Shirt an. Also Kausalitäten haben wir ganz oft. Dann denken Sie auch in der Modalität, Sie denken in Möglichkeit und Unmöglichkeit. Möglich natürlich, dass es trotzdem regnet. Unmöglich ist es nicht und so weiter und so fort. Also Sie denken immer in diesen vier Gruppen und zwar nicht nur einmal am Tag, sondern ständig. Ja? Weil das ist die Bedingung der Möglichkeit, überhaupt denken zu können. Kant ist selbstbewusst, er sagt, das ist das Verzeichnis, das ist nun die Verzeichnung aller ursprünglich reinen Begriffe der Synthesis, die der Verstand a priori in sich enthält. Also auch hier wieder dieses wichtige Wort a priori. Das heißt, auch unsere 12 Kategorien sind schon vorher in unserem Kopf und mit diesen Kategorien beurteilen wir die sinnlichen rohen Reize, die in uns reinkommen. Ja? Mit diesen fangen wir an, die Welt zu ordnen. Kant selbst hat hierfür leider kein einziges Beispiel gebracht in seinem dicken Buch. Er selbst hat sich dazu geäußert und hat gesagt, naja klar, was soll er denn großartig jetzt noch ein Beispiel bringen, das Buch hat eh über 1000 Seiten, lieber nicht, er will es nicht noch mehr verlängern, aber ich glaube, er war ein bisschen zu feige, weil es ist tatsächlich schwer, diese hölzernen Kategorien auf die Wirklichkeit anzuwenden. Ich habe für Sie das jetzt mal versucht, das als Beispiel umzusetzen, genießen Sie das mit Vorsicht, Kant würde wahrscheinlich die Augenbrauen runzeln und Falten in der Stirn kriegen, wenn er das jetzt hört. Aber ich habe es gemacht, damit Ihnen klar wird, wie das gemeint sein kann. Ja? Also, der obere Teil, den haben Sie verstanden. Sie wachen auf, Sie machen die Wahrnehmungen, Sie ordnen alles raumzeitlich an durch die a priorischen Anschauungsformen. Ja? Und jetzt, das war die transzendentale Ästhetik. Jetzt kommen wir zur transzendentalen Logik. Jetzt kommt der Verstand. Jetzt rattert wirklich der gesamte Denkapparat. Weil das hier, das war nicht anstrengend, wissen Sie? Weil das raumzeitliche, das nehmen Sie passiv wahr. Aber das hier, das ist jetzt Ihre Tätigkeit, die strengt an. Ja? Jetzt hauen wir die Quantität, jetzt prüfen wir alles, was wir sehen, auf die Quantität, die Qualität, die Relation und die Modalität. Weil der Verstand, das hatten wir schon mal, der Verstand vergleicht, er verknüpft und er trennt die Sinneseindrücke mit der Hilfe der 12 Kategorien. Ja? Einheit, Vielheit, Allheit, Realität, Negation, Limitation, Inhärenz, Kausalität, Gemeinschaft, Möglichkeit, Dasein, Notwendigkeit. Und erst am Ende kommt eine Erkenntnis raus. Dann kommt eine Erkenntnis raus. Und so funktioniert der Denkapparat von allen Menschen auf der ganzen Welt. Genau so. Und jetzt kommt mein Beispiel. Stellen Sie sich mal vor, wir fahren, lesen Sie das noch nicht, entspannen Sie sich. Stellen Sie sich vor, wir fahren auf der Autobahn. Sie fahren auf der Autobahn in Ihrem Auto, relativ schnell vielleicht sogar. Das ist Kolonnenverkehr oder vielleicht, also ist es ganz normaler Verkehr. Sie fahren auf der Autobahn. Plötzlich sehen Sie in einiger Entfernung auf der Straße ein Hindernis liegen, 40 cm groß, so etwa einen halben Meter, rechteckig. Auf der Straße, ja, so 40 mal 30 Zentimeter, so ein Quader irgendwie, auf der Straße liegen. Und Sie wissen, Sie sausen drauf zu. Jetzt ist natürlich höchste Eisenbahn, das kann gefährlich werden. Und jetzt legen Sie blitzschnell Ihre 12 Kategorien von Kant über das, was Sie da an rohen sinnlichen Eindrücken kriegen. Der rohe sinnliche Eindruck, dieses Ding wird jetzt von den Kategorien verarbeitet, getrennt, geordnet, zugeordnet. Und zwar blitzschnell.
Ja? Das Ding gehört als Einheit zu den braun-roten Gegenständen. Sie sehen ja, es ist irgendwas braun-rotes. Dann denken Sie in der Kategorie der Vielheit. Viele Holzklötze und viele Holzkisten sind braun-rot. Aber auch viele Ziegelsteine sind braun-rot. Dann denken Sie in der Kategorie der Allheit. Alle Holzklötze sind schwer und massiv. Alle Ziegelsteine sind schwer und massiv. Und dann kommt Ihr erstes Urteil, das Urteil zur Quantität. Ja? Die Quantität des Dinges ist leider ziemlich beträchtlich. Das kann verdammt schwer sein. Dann geht es weiter, Realität. Das Ding auf der Straße misst 40 mal 20 Zentimeter. Dann denken Sie in Negationen. Ja? Das Ding auf der Straße kann nicht einfach überrollt werden. Ja? Kann ich das negieren? Nein. Wenn ich es einfach überrolle, könnte gefährlich werden. Dann denken Sie in Limitationen. Das Ding auf der Straße gehört da nicht hin. Weil Sie sehen ja die ganze Straße. Ja? Und normal sind die Dinge limitiert, die Sie in so einem Erfahrungshorizont wahrnehmen. Dann kommt Ihr zweites Urteil. Das Ding hat die Qualität eines massiven Hindernisses. Ja? Und es geht weiter. Inhärent Subsistenz. Der schweren Substanz des Dinges ist inhärent, Windschutzscheiben zu durchschlagen. Ja? Dann legen Sie die nächste Kategorie drüber, nämlich die Kategorie der Kausalität. Und Sie überlegen sich, wenn ich jetzt nicht bremse oder irgendwie ausweiche, dann verursacht der Ziegelstein oder Holzklotz womöglich eine lebensgefährliche Wirkung auf mein Fahrzeug und mich. Ja? Also Ursache-Wirkungsgefüge, weil es kann sein, ich knall da drauf und das fliegt zur Seite, kann sein, ich knall drauf und das haut hoch und durch die Windschutzscheibe. Ja? Wechselwirkung, meine schnelle Fahrt und das schwere Ding ergeben zusammen noch eine größere Härte des Aufschlags. Sie wissen ja, die dummen Kinder, die Steine von der Autobahn werfen. Dadurch wird der Aufschlag noch höher, weil die Autos halt schnell fahren, sonst wäre das ja ungefährlich. Ja? Und diese Wechselwirkung, wir denken immer auch schon in Wechselwirkungen, auch eine Kategorie, die wir im Alltag oft einsetzen. Und so kommen wir schließlich zum dritten Urteil. Die Relation, also die Beziehung des Dinges zu mir und zum Auto, ist in hohem Maße gegeben. Also das, was da passiert mit dem braun-roten Teil, was meine Sinne wahrnehmen, kann durch die Verarbeitung der Kategorien mir das Urteil geben, dass da tatsächlich das mich betrifft, was da vorne ist. Möglichkeit, Unmöglichkeit. Es wäre möglich, dass der Gegenstand hochgeschleudert wird, mich trifft, oder dass er hochgeschleudert wird und zack, vorbeifliegt. Aber es ist nicht unmöglich, dass er mich trifft. Dann denke ich in der Kategorie Dasein, Nichtsein. Kein Zweifel, das Ding ist da, es versperrt den Weg. Also da ist die Kategorie völlig klar. Dann denke ich in der Kategorie Notwendigkeit, zufällig. Es ist notwendig für mich, auf das Hindernis zu reagieren. Ja? Mit einem riesen Zufall könnte ich das wegschießen, aber es ist nicht sinnvoll, das dem Zufall überlassen. Dann kommt mein letztes Urteil, die Modalitäten sind so, dass ich mich auf den Zufall nicht verlassen darf. Das bedeutet, ich muss bremsen. Ja? Und das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, das läuft natürlich viel schneller ab, sonst werden Sie, Sie werden lachen und sagen, ja, in der Zwischenzeit bin ich ja längst auf das Teil draufgefahren. Nein, so ist es nicht. Also Sie wenden die Kategorien natürlich viel schneller an. Und jetzt kommt aber der Punkt, jetzt denken Sie sich, bremse. Jetzt sehen Sie aber im Rückspiegel, da sind x Leute, die eng auffahren, wenn sie bremsen, gibt es einen Frontalunfall, kriegen Panik. Und in dem Moment sehen Sie plötzlich, dass der braunrote Gegenstand von links nach rechts in Bewegung ist und sich bewegt. Und schon hauen Sie blitzschnell wieder Ihre Kategorien drüber. Einheit, das 40 cm lange Ding gehört als Einheit zu den braunroten Gegenständen, die sich von links nach rechts bewegen. Vielheit, viele Tiere sind braunrot, kleine Tiere können sich bewegen. Hasen, Eichhörnchen, Füchse sind braunrot. Allheit, alle Tiere haben Körper. Kausalität, wenn es sich tatsächlich bei dem braunroten Teil um Hasen oder einen Fuchs oder ein Kaninchen oder was handelt, ja, dann habe ich Glück vielleicht und der kommt noch über die Fahrbahn rüber, bis ich dort bin. Das sehe ich ja alles. Ja? Und während ich darüber noch nachdenke, passiert aber was anderes Schlimmes. Es kommen Fehlermeldungen aus dem Gehirn zurück. Ja? Weil erinnern Sie sich, was macht der Verstand? Der Verstand macht immer Folgendes. Etwas als ein Merkmal mit einem Ding vergleichen, heißt urteilen. Das Ding ist das Subjekt, das Merkmal das Prädikat. Also der Verstand, der urteilt. Und der urteilt blitzschnell. Und er macht immer Folgendes, er vergleicht das Subjekt mit dem Prädikat. Das Subjekt ist dieses braunrote Teil und das Prädikat ist in dem Fall, dass wir sagen, es ist ein Tier. Das braunrote Teil ist ein Tier. Ja? Jetzt, wenn wir aber wieder die Kategorien drüberlegen, ja, dann heißt es,
dann, wenn wir die Kategorien drüber legen, dann passiert Folgendes, dass wir sehen, verdammt, Tiere hoppeln, Tiere springen, Tiere bewegen sich. Ja? Also ein Hase würde hoppeln, ein Kaninchen würde man auch erkennen, das hoppelt auch. Und ein Fuchs oder ein Eichhörnchen würden wir am Schweif erkennen. Aber das braunrote Teil hat das alles nicht. Also ist es kein Tier. Ja? Also können wir nicht das Merkmal Tier, ja, dem Subjekt braunrotes Teil, was sich bewegt, zuordnen. Jetzt sind wir schon in Panik und jetzt passiert noch was Schlimmes. Wir sehen, wie das braunrote Teil aufsteigt und hin und her fliegt. Ja? Und sofort müssen wir nochmal blitzschnell die Kategorien drüber legen. Ja? Das Ding gehört als Einheit zu den braunroten Gegenständen, die fast viereckig sind, sich von links nach rechts bewegen und in der Luft hin und her fliegen. Ja? Vielheit, auch wieder die nächste Kategorie, Vielheit, viele Vögel sind braunrot, viele Papiertüten sind braunrot. Allheit, alle Vögel können auffliegen, Papiertüten können aufgewirbelt werden. Realität, das fliegende Ding ist 40 cm und viereckig. Negation, kein Vogel ist 40 cm und viereckig. Das Ding ist kein Vogel. Limitation, die Papiertüte gehört nicht auf die Straße. Kausalität, wenn eine Papiertüte vom Wind erfasst wird, kann dies die Ursache sein, dass sie im Windspiel hin und her fliegt. Ja? Inhärenz, der Papiertüte ist es inhärent, dass ihre Substanz wenig Masse enthält und sie daher leicht hin und her gewirbelt wird. Möglichkeit, Unmöglichkeit, es wäre möglich, dass die Tüte auf meine Scheibe klatscht, mir die Sicht verdeckt, aber es ist völlig unmöglich, dass die Tüte durch die Scheibe schlägt und mich verletzen kann. In dem Moment, wo ich dank meiner Kategorien das alles erkannt habe, kann ich durchatmen, entspannen und ich fahre einfach weiter und die Tüte weht dann weg oder sie geht auf die Scheibe, dann mache ich einen Scheibenwischer an. Ich bin entspannt und warum bin ich plötzlich entspannt? Dank meiner 12 Kategorien von Immanuel Kant. Ja. So müssen Sie sich das vorstellen. Natürlich hat Kant als Transzendentalphilosoph sich jetzt nicht gefragt, wo real die Kategorien sitzen, wo die herkommen, was das ist. Ihn hat interessiert, was ist die Bedingung der Möglichkeit, dass ich blitzschnell diese Vielzahl der rohen sinnlichen Eindrücke anordnen kann. Und das geht nur mit diesen Kategorien. Alle sinnlichen Anschauungen stehen unter den Kategorien als Bedingungen, unter denen allein das Mannigfaltige in einem Bewusstsein zusammenkommen kann. Hätten wir nicht diese tollen Kategorien, in denen wir tak, 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 tak alles durchdenken können, wären wir gar nicht in der Lage, die Mannigfaltigkeit, die Vielzahl dieser Reize und Sachen, die auf uns eindringen, blitzschnell zu ordnen. Gut. Jetzt kommen wir schon zum Ende von diesem Buch. Da zieht er jetzt eine ganz radikale Konsequenz. Er sagt, ohne Sinnlichkeit gibt es keinen Gegenstand. Ja, völlig klar. Wenn wir nichts sehen, wenn wir noch schlafen, wenn wir überhaupt nichts wahrnehmen, haben wir keinen Gegenstand. Und ohne Verstand kann auch kein Gegenstand gedacht werden. Also beides ist nötig, die Sinnlichkeit und der Verstand. Er sagt, Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Ich gebe Ihnen dann noch ein letztes Beispiel. Oder vielleicht erst noch was für die Philosophiehistoriker. Einen kleinen Nebensatz, normalerweise vermeide ich philosophiehistorische Einlassungen, aber der Vollständigkeit halber. Zur Zeit von Kant gab es die sogenannten Empiristen, die haben gesagt, nur das ist wahr, was wir wirklich sehen, fühlen, riechen können. Nur das ist die Wirklichkeit. Dann gab es die Rationalisten, das waren andere Philosophen, die haben gesagt, nein, die Wirklichkeit draußen, das kann uns alles täuschen, das können alles Täuschungen, Sinnestäuschungen sein, ja? Fata Morganas und so weiter, die Sinne sind unzuverlässig. Nur was wir im Kopf logisch uns ausdenken, das ist die Wahrheit, nur was wir im Kopf haben. Und der Kant sagt, nein, nein, beides ist falsch und ein bisschen richtig. Es gehört letztendlich sowohl das, was wir sehen, die sinnliche Wahrnehmung, die Anschauungen, die Affektion durch die Sinne und auf der anderen Seite das logische Denken a priori dazu. Ja? Also a priori, was wir schon im Kopf haben und a posteriori, was wir draußen vorfinden. Und beides gibt mir Erkenntnis. Wenn nur eines davon fehlt, gibt es keine Erkenntnis. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung. Also Gedanken ohne Inhalt sind leer. Noch ein letztes Beispiel. Ich sage zu Ihnen jetzt mal einen Gedanken oder einen Begriff. Wir können auch einen Begriff nehmen. Begriff ohne Inhalt sind leer.
Nalle Schnicki. Können Sie sich was vorstellen? Ja, Sie lachen, Sie grinsen. Keiner kann sich was vorstellen. Warum? Weil Sie zu diesem Begriff keinen Inhalt haben. Nalle Schnicki. Da kann ich 10-mal sagen, Nalle Schnicki. Das wird nichts helfen, weil Sie, das bleibt hier. Gedanken ohne Inhalt sind leer. Das bleibt völlig leer, das Wort. Ja? Wenn in Pole da wäre, wäre es anders. Das heißt auf Polnisch Pfannkuchen. Ja? Und, aber für Sie keine Chance. Also ein Gedanke ohne Inhalt bleibt leer. Und eine Anschauung ohne Begriffe ist blind. Eine Anschauung ohne Begriff ist blind. Das kann Ihnen auch ein Beispiel geben. Nehmen Sie einen Neandertaler, der oder irgendeine Vorstufe zum Menschen, der noch gar nicht die Logik und die Kategorien und alles voll entwickelt hat. Jetzt sieht der plötzlich so einen Pfannkuchen, ja, der da brutzelt. Der sieht dann schon gelb, schlabbrig, duftet. Aber der hat noch nie in seinem Leben überhaupt die Kategorien anwenden können, weil er noch, sagen wir mal, in einer animalischen Vorstufe ist. Der würde nie auf die Idee kommen, dass das ein Pfannkuchen. Der könnte das nicht auf den Begriff bringen. Verstehen Sie? Auf den Begriff Pfannkuchen könnte er das nicht bringen, weil ihm die logischen Anschauungsformen, weil ihm die logischen Kategorien im Kopf fehlen. Deshalb braucht man beides. Man braucht sozusagen auf der einen Seite den Gegenstand, ja, und auf der anderen Seite brauchen wir den Verstand, der den Gegenstand erst verarbeitet zur Erkenntnis. Also jede Erkenntnis hat sozusagen zwei Seiten. Zum einen müssen sinnliche Sinneseindrücke hier kommen, rohe Sinneseindrücke, die in Raum und Zeit geordnet werden, ja, und die können nur vom Gegenstand kommen. Und auf der anderen Seite muss bereits a priori im Verstand ein kategorale Arbeitskriterien da sein, dass wir das ordnen können. Und dieses Ergebnis hatte jetzt zwei ganz große Folgen, die weltweit bis heute gültig sind. Das sieht so harmlos aus, denkt sich jeder, ist ja eh klar. Aber durch diese Erkenntnis von Kant hat die Naturwissenschaft eine Arbeitsgrundlage gewonnen, die es möglich gemacht hat, dass Forscher auf der ganzen Welt ihre Erkenntnisse vergleichen konnten. Weil auf einmal wussten die Forscher, klar, es geht nur so. Jede Theorie, und mag sie noch so gut hier im Verstand ausgedacht sein, mit den Kategorien, ja, sagen wir mal mit der Kausalität, meistens arbeiten die Forscher und Wissenschaftler mit der Kausalität, die mag noch so gut sein. Man muss sie auch am Gegenstand, an der Anschauung nachweisen können. Es muss auch ein Gegenstand da sein, mit dem ich experimentell genau zeigen kann, dass es genauso ist, wie ich es mir im Kopf ausgedacht habe. Manche machen sogar umgekehrt, die machen erst Versuche und entwickeln dann die Theorie. Manche entwickeln erst die Theorie und machen dann ein Experiment, aber das ist egal. Beides muss funktionieren und das Experiment muss wiederholbar sein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn ein Wissenschaftler arbeitet, sagen wir mal, mit seinem Kopf, mit seiner transzendentalen Logik und setzt die Kategorie der Kausalität ein und sagt, ja, Wärme führt dazu, dass die Moleküle sich langsam auflösen und flüssig werden. Und wenn ich jetzt einen Eisblock nehme und heize den Eisblock an, dann schmilzt der. Und wenn ich das Wasser nochmal erhitze und führe noch mehr Hitze zu, ab einer bestimmten Temperatur gibt es Wasserdampf und dann lösen sich die Moleküle noch mehr auf und dann gibt es Wasserdampf. Ja? Das wäre so eine Theorie, die man sich im Kopf mit Hilfe der Kausalität ausdenken. Aber Kant sagt, dass das wirklich eine Erkenntnis wird, muss man das an dem Eisblock zeigen können. Und zwar immer wieder. Ja. Und dass diese Idee, dass im Grunde zur Erkenntnis beides gehört, das a priori, was in unserem Kopf ist und die Logik, und das a posteriori, die Anschauung, ja, dass wir es anschaulich machen können, dass wir es sehen können, das gibt erst die Erkenntnis. Und auf dieser Arbeitsgrundlage ist die ganze moderne Naturwissenschaft durchgestartet und es hat diesen enormen Siegeszug auch der Technik und der Maschinen gegeben. Bis heute. Und die zweite Folge, für die hat Kant ziemlich leiden müssen, weil er sehr kritisiert wurde, war die Religion. Was für eine Folge hat denn sowas für die Religion, wenn man sagt, Erkenntnis kommt nur zustande, wenn am Anfang der Gegenstand die Sinne affiziert? Ja. Wie sieht es denn mit Gott aus? Ja, Gott geht mit Gott. Sowas kann man Gott wirklich erkennen. Gibt es eine Erkenntnis von Gott? Nein, gibt es nicht richtig. Die kann es auch nicht geben, weil man ihn nicht sehen kann. Man kann. Oder hat schon jemand von Ihnen Gott gesehen oder gerochen oder geschmeckt oder gefühlt? Nein, Gott ist kein Gegenstand der Wahrnehmung. Und weil wir ihn nicht wahrnehmen können,
hilft es auch nichts, wenn wir über Gott nachdenken nur. Ohne die Wahrnehmung, ohne die Anschauung fehlt ein wichtiger Teil der Erkenntnis. Deshalb, sagt Kant, kann man Gott nicht beweisen. Es gibt auch keine Gottesbeweise, ist alles Unsinn. Zur Zeit von Kant gab es natürlich viele Gottesbeweise. Zum Beispiel haben manche gesagt, die haben nur hier die Kategorie der Kausalität genommen und haben gesagt, naja, wenn in der Natur alles ein Ursache-Wirkungsgefüge ist und eins stößt das andere an, dann muss es ja einen ersten Anstoß gegeben haben. Und das muss Gott gewesen sein. Als unbewegter Beweger hat er die Bewegung in die Welt gebracht. Das ist eine rein logische Möglichkeit, Gott zu beweisen, aber Kant sagt, das genügt nicht. Das ist viel zu wenig. Und weil es keine Anschauung von Gott gibt, gibt es auch keinen Gottesbeweis. Naja, die Folge war, dass dieses schöne kleine Büchlein hier, was ich da Ihnen mitgebracht habe, erstmal verboten wurde. Es war in vielen Ländern auf dem Index. Und zu seinen gesamten Lebzeiten haben seine religionskritischen Schriften nicht unterrichtet werden dürfen an den Universitäten. Ja, auch das war eine Folge. Jetzt hat Kant aber noch was gemacht, was er vielleicht gar nicht wollte. Er hat nämlich, indem er gesagt hat, dass die Kritik der reinen Vernunft darin ändert, dass wir uns eingestehen müssen als Menschen, dass wir mit unserer Vernunft reine Ideen wie Gott nicht erkennen können, das hat sozusagen ihn als Philosophen selbst arbeitslos gemacht. Worüber denken denn die Philosophen meistens auch nach? Sie denken nach darüber, über Ethik oder über Gerechtigkeit, über all diese Dinge. Und Sie wissen ja, Kant selbst hat ja auch den kategorischen Imperativ erfunden. Ja? Und jetzt ist natürlich die große Frage, wenn die Philosophie nur noch Aussagen machen darf über echte Erkenntnisse, dann darf sie nichts mehr über Gerechtigkeit sagen, über Ethik, über Handlungsorientierung, denn das sind ja keine wirklichen Erkenntnisse. Und da hat Kant nochmal einen schönen Haken geschlagen. Er hat nämlich ein zweites Buch geschrieben. Und das heißt nicht mehr Kritik der reinen Vernunft, sondern, obla, falsch rum, hier, das heißt Kritik der praktischen Vernunft. Und da hat er was ganz Interessantes gemacht. Er sagt, naja, er konnte ja nicht mehr zurück, also das Buch war ja geschrieben. Er sagt, naja, in theoretischer Absicht ist es nicht möglich, wirkliche Erkenntnisse über Handlungsorientierung, über Ethik, über Gerechtigkeit, über Gott, über alles zu kriegen. Aber in praktischer Absicht, mit der praktischen Vernunft, sehr wohl. Ja, das können wir zwar nicht wirklich letztendlich als Erkenntnisse beweisen, aber in praktischer Absicht können wir durchaus auch Aussagen machen mit der praktischen Vernunft. Was meint er damit in praktischer Absicht? Ganz einfach, wenn wir als Gesellschaft hier zusammenleben, haben wir ja Regeln. Man darf nicht einfach einen anderen niederschlagen, dem was wegnehmen und so weiter. Und warum dürfen wir das nicht? Weil das einfach unpraktisch wäre, wenn jeder den anderen beklauen würde. In praktischer Absicht haben wir ganz viele praktische Regeln gemacht für unser Zusammenleben. Natürlich kann man Gerechtigkeit nicht sehen. Gerechtigkeit hat keine Anschauung. Man könnte jetzt sagen, ja, eine Mutter, die jetzt da die Schokolade an drei Kinder verteilt, das kann man sehen, wie sie die verteilt. Man kann sehen, die Rippchen sind gleich groß. Aber letztlich Gerechtigkeit wirklich sieht man nicht. Man könnte noch nachmessen im Millimeterbereich, ob sie wirklich gleich groß sind. Könnte man sagen, die distributive Gerechtigkeit, die Verteilungsgerechtigkeit kann man hier anschaulich sehen. Aber letztendlich kann man natürlich Gerechtigkeit nie sehen. Das können Sie nicht sehen. Auch den kategorischen Imperativ, der hat keine Anschauung. Ja? Aber eben in praktischer Absicht ist es, auch wenn es nicht beweisbar ist, notwendig, dass wir uns praktische Regeln des Zusammenlebens geben. Und das ist das zweite Buch. Das kann ich jetzt nur noch in 5 Minuten kurz zusammenfassen, weil es aber einfach zu Kant dazugehört. Sein zweites Hauptwerk sozusagen. Er hat gesagt, und jetzt wird spannend, fangen wir mal noch kurz mit seinem kategorischen Imperativ an. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Das kennen die meisten von Ihnen, da muss ich nicht viel dazu sagen. Da geht es darum, dass wir so handeln, dass Maxime ist der Grundsatz. Ja? Also dass der Grundsatz unseres Willens auch zum Prinzip von dem allgemeinen Handeln und einer allgemeinen Gesetzgebung werden kann. Also dass wir sozusagen so handeln sollen, dass das Ziel unserer Handlungen auch das Ziel aller anderen, die so handeln, sein könnte. Ja? Also da geht es um vorbildliches, übereinzelnes Handeln. Spannend ist das Ergebnis dieses Büchleins. Spannend ist für uns jetzt aber, wie kommt er da dazu? Und das
kann ich Ihnen nur empfehlen, das liest sich wie ein Krimi. Ja? Und es gibt, was auch für uns alle interessant ist, auf der ganzen Welt letztlich nur 5 Möglichkeiten zu handeln. 5 Möglichkeiten, gut und vorbildlich zu handeln. Die erste, sagt Kant, uralt, die erste Handlungsorientierung, das ist eine, die haben Sie Studenten meistens, das ist der sogenannte Hedonismus. Ja? Lust, Gewinn suchen, Unlust vermeiden. Der Imperativ dazu würde lauten, lebe so, dass du Lust gewinnen hast und Unlust vermeidest. Und wenn wir uns ehrlich sind, das machen wir nicht nur Sie, mache ich auch gerne, klar. Aber was hat das für einen Nachteil? Warum kann das kein moralisch hochwertiges Handlungsprinzip sein und keine gute ethische Handlungsorientierung? Was ist da der Nachteil daran, wenn wir uns alle so verhalten würden? Ja, klar, Sie sehen natürlich keinen Nachteil am Lustprinzip. Naja, es ist völlig klar, der Kant würde sagen, ein Prinzip, was nur auf die subjektive Bedingung der Empfänglichkeit einer Lust oder Unlust gründet, kann niemals ein praktisches Gesetz abgeben. Warum? Es ist eigentlich ja klar, Sie haben, sagen wir mal, Lust, Steuern zu zahlen. Der Nächste hat keine Lust. Dann überlegt man, soll man Steuern einführen oder nicht? Ja, das wird nicht gut gehen. Oder irgendeiner ist Sadist und hat Lust, andere zu quälen. Das ist für den schön, ja, er geht seiner Lust nach. Aber der Gequälte, für den ist das natürlich fürchterlich, dem wird Schaden zugefügt. Und darum klappt es nicht. Das kann niemals ein übereinzelnes Gesetz werden, ja, sagt der Kant. Also Hedonismus macht keinen Sinn als gute Handlungsorientierung. Jetzt gibt es die nächste, das ist der sogenannte Utilitarismus. Machen wir auch oft im Alltag. Geht auf John Stuart Mill auch zurück und einige andere, kommt aus dem angelsächsischen Raum. Utilitas, was heißt Utilitas? Der Nutzen. Ja? Der Nutzen. Und da heißt der Handlungsimperativ, du sollst so handeln, dass dein Handeln den größtmöglichen Nutzen ergibt und zum größtmöglichen Nutzen führt. Klar, machen wir auch oft im Alltag. Wir überlegen uns, was kaufe ich nicht, was nutzt mir nichts. Manche überlegen sogar beim U-Bahn-Fahren, wenn ich nur eine Station fahre, nutzt es was, wenn ich einen Fahrschein hole? Oder spare ich mir lieber das Geld, wie viel kostet es, wenn ich erwischt werde und so weiter und so fort. Gell? Nachteil an dem Prinzip, klar, was für den einen ist wie beim Hedonismus, geht übrigens auf Epikur zurück, der Hedonismus. Auch beim Utilitarismus gibt es im Grunde denselben Nachteil. Das, was einem nutzt, kann für den anderen ja ein Schaden sein. Jetzt haben aber die Utilitaristen, die philosophischen Utilitaristen, die waren natürlich nicht so naiv, dass sie gesagt haben, jeder muss das tun, was am meisten nutzt, sondern sie haben gesagt, damit es ein ethisch vorbildliches Prinzip sein kann für die Handlungsorientierung, muss das so lauten. Du sollst so handeln, dass du durch dein Handeln den größtmöglichen Nutzen für alle erzielst, ja, für die größtmögliche Zahl. Also du musst durch dein Handeln so handeln, dass du durch dein Tun den größtmöglichen Nutzen nicht für dich, sondern für die größtmögliche Zahl erreichst. Ja. Also Politiker denken ja auch oft so, wenn die eine U-Bahn-Haltestelle planen, dann muss das so sein, dann dürfen die nicht dort planen, wo sie selber wohnen, sondern sie sollten die U-Bahn-Haltestelle dort machen, wo die größtmögliche Zahl eben diese U-Bahn nützen kann. Ja. Was ist der Nachteil daran? Das hört sich ja eigentlich sehr gut an. Was ist da der Nachteil? Das hat auch einen Nachteil. Ja. Was könnte der Nachteil da sein am Utilitarismus? Ist doch schön, wenn man so handelt. Ja. Sie zucken die Schultern. Ja, der Nachteil, also Kant ist natürlich damit auch nicht zufrieden. Und ich sage Ihnen mal, was der Kant geschrieben hat. Oder ich gebe Ihnen vielleicht erst das Beispiel. Der Utilitarist, ja, der würde ja sagen, man handelt so, dass die größtmögliche Zahl, also sagen wir mal das Volk, einen Nutzen davon hat. Ja. Im Nationalstaat handelt man so, dass die ganze Nation großen Nutzen davon hat. Und das ist natürlich ganz, ganz gefährlich, weil die Minderheiten großen Schaden nehmen können. Ein Beispiel ist, ja, ein ziemlich drastisches Beispiel ist der Nationalsozialismus. Wenn man mal sieht, im Nationalsozialismus, da wurden tatsächlich Behinderte unter einer Nutzenabwägung utilitaristisch eingestuft als Volksschädlinge, weil sie tatsächlich
zu viel kosten. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und da finden Sie im Völkischen Beobachter so Sätze wie, ein schwer geistig Behinderter kostet die Volksgemeinschaft über 60.000 Reichsmark im Jahr und steuert nichts bei. Also da wurde sehr früh radikal gegen diese Minderheiten gehetzt und tatsächlich, es ist jetzt unglaublich, haben die in einem Jahr 70.000 Behinderte umgebracht in einem Euthanasieprogramm. Also unglaublich, ne? Weil dadurch die Volksgesundheit und der Nutzen für viele natürlich größer ist, weil sie da nicht mehr zahlen müssen. Also unter solchen perversen Argumentationen, und das ist eben die Riesengefahr am Utilitarismus. Und deswegen sagt der Kant, der Mensch und überhaupt jedes Wesen existiert, jedes vernünftige Wesen, also der Mensch und überhaupt jedes vernünftige Wesen existiert als Zweck an sich selbst und nicht als bloßes Mittel zum beliebigen Gebrauche. Also das ist auch ein ganz entscheidender Satz. Hier wird die Menschenwürde grundgelegt. Der Mensch ist Zweck an sich. Der dient nicht im höheren Zweck, also der Nation, dem Volk oder der Weltgemeinschaft. Der Mensch selber ist wertvoll. Der ist Zweck an sich und man darf ihn nicht zum Nutzen für was anderes gebrauchen. Und das war natürlich eine großartige Kritik von Kant. Deswegen ist der Utilitarismus auch nicht gut. Jetzt sind wir schon fast durch. Jetzt gibt es als nächstes noch den sogenannten Eudaimonismus von Aristoteles. Aristoteles hat einen tollen Handlungsimperativ aufgestellt und hat gesagt, nein, nein, wirklich gut handelt der Mensch nur, wenn er tugendhaft handelt und die Eudaimonie sucht. Eudaimonie heißt Glück, Hedonie übrigens auch, also Hedonismus ist die Suche nach Glück, Eudaimonismus auch. Aber die Eudaimonie von Aristoteles ist das seelische Glück. Und das seelische Glück erreichen wir nur, wenn wir unsere Tugenden umsetzen und in unserem Handeln unsere Kardinaltugenden auch ausleben. Ja? Dann erreichen wir eine innere Zufriedenheit, ein seelisches Glück und wir handeln zugleich gut. Diese Tugenden sind Mut, Tapferkeit, Klugheit und Gerechtigkeit. Ja? Sie werden immer wieder ein bisschen anders definiert im Laufe der Zeit, haben andere Kardinaltugenden Vorrang gefunden. Aber bei Aristoteles ging es in diese Richtung. Und Bescheidenheit war auch noch dabei. Also es gibt eine Reihe von Tugenden. Und der Mensch, der alle seine Tugenden lebt, der handelt vorbildlich. Und auch da hat Kant wieder gesagt, das reicht nicht. Sogar da war er wieder dagegen. Was hat er daran auszusetzen gehabt? Ist doch schön, wenn wir tugendhaft handeln. Ich verrate es Ihnen mal gleich. Er sagt, Verstand, Witz, Urteilskraft und wie die Talente des Geistes heißen mögen oder auch Mut und Entschlossenheit, Beharrlichkeit im Vorsatze, sind ohne Zweifel in mancher Absicht gut und wünschenswert. Also er sagt zunächst mal, der Aristoteles hat schon recht, bestimmte Tugenden sind sehr wünschenswert. Aber jetzt kommt's, sie können auch äußerst böse und schädlich werden, wenn der Wille, der von diesen Naturgaben Gebrauch machen soll, nicht gut ist. Jetzt kommt's. Er sagt, jemand, der alle Tugenden hat, kann trotzdem böse handeln, wenn sein Wille nicht gut ist. Ja? Und dann bringt er ein ganz lustiges Beispiel hier in seiner Kritik der praktischen Vernunft. Und zwar, da hat er dieses Beispiel vom Bankräuber oder vom Bösewicht. Ja, der Bankräuber, der vom Bösewicht, der eben mit kaltem Blut sozusagen seine Untaten tut. Also wenn wir es mal ein bisschen ausschmücken, nehmen wir mal einen Bankräuber, wenn der sehr klug ist, dann schaut er sich die Pläne von der Bank an und setzt seine Klugheit ein, um die Bank zu überfallen. Wenn er sehr mutig und tapfer ist, traut er sich auch reinzugehen und diese Bank auszurauben. Und wenn er dann noch sehr bescheiden ist und zurückhaltend, ja, und klug, dann prahlt er hinterher nicht mit dem Geld. Die meisten Bankräuber in Deutschland werden gefasst, weil sie hinterher viel Geld ausgeben, weil sie vor den Kumpels prahlen, weil sie die ganze Kneipe freihalten. Aber wenn einer bescheiden ist und immer nur ein bisschen Geld nimmt oder erstmal das Geld weglegt, arbeitet, nicht anfasst und erst nach Jahren auf den Schatz zugreift, den kriegen sie nicht. Gell? Also man kann die Tugenden in alle Richtungen einsetzen. Und deswegen warnt der Kant und sagt, allein das genügt nicht. Ja, und dann haben wir noch eine Form. Der Legalismus. Der Legalismus. Was ist das? Der Legalismus, Lex Legis, das Gesetz, auf Lateinisch, Lex, das Gesetz.
Da heißt der Imperativ ganz kurz, du sollst so handeln, dass du dich immer so verhältst, dass du keine Gesetze brichst. Ja? Du sollst dich immer gesetzeskonform verhalten. Dann ist dein Handeln gut. Und auch da hat der Kant wieder was dagegen. Natürlich ist es wichtig, sogar die Kinder lernen ja schon, dass sie nicht im Supermarkt einfach was mitnehmen dürfen oder dort einfach die Schokolade aufmachen und essen, sondern sich an das Gesetz des Eigentums halten müssen und dass das bezahlt werden muss von der Mama und so weiter und so fort. Aber, oder auch so, muss sich jeder an die Gesetze halten im Staat. Eigentlich ist ja da nichts einzuwenden, dass sich alle an die Gesetze halten. Aber auch da sagt der Kant wieder, nein, das ist auch schlecht, weil das ist eine heteronome Gesinnungsethik. Das heißt, von außen wird uns gesagt, was gut ist, weil unser Handeln, auch wenn wir uns immer an die Gesetze handeln, das ist ja dann nur so gut, wie die Gesetze sind. Und wenn die Gesetze schlecht sind, ist automatisch unser Handeln schlecht. Auch hier wieder ein drastisches Beispiel. Wenn Partisanen in einem Dorf waren, dann wird im Krieg von vielen Nationen gedroht, dass wenn weiter Soldaten erschossen werden, dann wird die Zivilbevölkerung büßen müssen, dann werden 30 Leute aus dem Dorf erschossen. Und das ist natürlich Wahnsinn, da einfach Zivilisten zu erschießen. Und viele Soldaten haben sich darauf rausgeredet nach dem Krieg und haben gesagt, naja, ich musste die erschießen oder ich musste auch die politisch Verfolgten ins KZ bringen, weil das war ja Gesetz. Ich habe mich ja nur an die Gesetze gehalten. Ich habe mich nur an die Befehle von meinem Leutnant gehalten. Der Leutnant hat sich an die Befehle vom General gehalten und der an das, was die Politiker per Gesetz gesagt haben. Ja? Aber das gilt nicht. Man kann sich nicht auf die Gesetze rausreden. Ja? Wenn die Gesetze schlecht sind, müssen wir uns auch gegen die Gesetze stellen, sogar. Das ist implizit drin bei Kant. Und der Legalismus, die Gebotsethik, bezieht sich ja nicht nur auf unsere Gesetze, sondern auch auf kirchliche Gesetze, auf die Scharia zum Beispiel oder auf auch christliche Gesetze. Sie wissen, es gibt streng gläubige Christen, die lassen ihre Kinder nicht operieren, wenn die eine Bluttransfusion brauchen für eine Operation, weil in der Bibel steht, dass man nicht Blut vermischen darf unter keinen Umständen. Und streng gläubige Christen lassen da keine Bluttransfusionen zu. Oder auch andere Bereiche gibt es, also die 10 Gebote sind natürlich auch eine Gesinnungsethik, die von außen kommt. Und Kant sagt, nein, wir dürfen nur das tun und die Gesetze befolgen, wenn wir selbst die Gesetze als gut erkennen. Das ist eigentlich eine radikale Haltung, die wir hier jetzt mal sehen, in diesem Zitat. Wir werden, soweit die praktische Vernunft uns zu führen das Recht hat, Handlungen nicht deshalb für verbindlich halten, weil sie Gebote Gottes sind, sondern weil wir dazu innerlich verbindlich sind. Also, wir befolgen die 10 Gebote der Bibel oder auch andere Gebote aus der Bibel nicht nur, weil es Gesetze sind und weil wir Legalisten sind, sondern weil wir immer noch selbst entscheiden müssen, ob wir das machen sollen oder nicht. Ob wir verbindlich sind zu diesem Gesetz oder nicht. Aus uns selbst heraus können wir das entscheiden. Ja? Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Also bestehende Gesetze überprüfen wir danach, ob es wirklich Sinn macht, wenn ich so handle und alle immer so handeln, ob das wirklich gerecht und gut ist. Das können Sie überall, also wenn Sie einsam in der Wüste sind und was entscheiden müssen, nach dieser Maxime können Sie sich immer, immer verhalten. Ja, der kategorische Imperativ ist um die ganze Welt gegangen. Den lernen nicht nur die deutschen Kinder in der Schule, der wird weltweit gelehrt. Und Kant sagt natürlich, wenn man jetzt alles mal anschaut, den Hedonismus, Eudaimonismus, Utilitarismus, Legalismus, dann ist Seins das Einzige, was immer absolut richtig ist und immer funktioniert. Dazu vielleicht noch zum Schluss was Lustiges. Stellen Sie sich mal vor, Sie brechen, naja, so lustig ist es nicht, stellen Sie sich mal vor, Sie brechen im Winter, jetzt kommt ja der Winter, ins Eis ein beim Schlittschuhfahren, ja, und sind da am Ertrinken in diesem Eiswasser und rufen, Hilfe, Hilfe. Jetzt kommt ein Hedonist vorbei. Würde der Sie retten? Würde der Hedonist, der nach dem Lustprinzip lebt, würde der Sie rausziehen? Ja? Also müssten Sie schon sehr viel Glück haben, dass das so ein Hedonist ist, der denkt, ah, ich habe jetzt Lust, den zu retten. Der ist bestimmt recht dankbar, kriegt vielleicht einen Schnaps.
rette dich mal. Ja? Oder er sieht vielleicht, da ist ein hübsches junges Mädchen, was da reingefallen ist. Oh, die rette ich, weil ich Lust dazu habe. Aber sie können auch Pech haben und der geht weiter. Ja? Dann kommt der Utilitarist vorbei und sie sind immer noch im Wasser, rufen Hilfe, Hilfe. Ja, der Utilitarist überlebt sich. Was für einen Nutzen habe ich davon, wenn ich jetzt den rette? Vielleicht kriege ich Geld, dies, das. Was für einen Schaden könnte ich haben? Ist es nicht möglich, dass ich sogar ersaufe in der Kälte? Weil wenn ich über die Eisplatte reinrutsche und... Also wenn Sie Glück haben, macht es der Utilitarist, aber wenn Sie Pech haben, geht er auch vorbei. Jetzt kommt der Nächste. Der ist, sagen wir mal, Eudaimonist. Ja? Und im Sinne von Aristoteles, das ist einer, der immer seine Tugenden leben soll und will. Da haben Sie eine größere Chance, dass der Sie rettet. Weil wenn der wirklich mutig ist, wenn der tapfer ist und wenn er klug ist, schaut er auch, wie man das macht, dass man sie rettet und dann stürzt er sich rein, rettet sie. Wenn der aber mehr andere Tugenden ausgebildet hat, sagen wir mal die Bescheidenheit, die Zurückhaltung und solche Dinge, könnte es kritisch werden. Ja? Und dann kommt der Legalist. Als letztes kommt der Legalist, der sich immer an die Gesetze hält. Der muss sie eigentlich natürlich retten, weil... Da könnte sein, der rettet sie, weil er denkt, das ist unterlassene Hilfeleistung. Und da könnte man ihn dran kriegen. Und er hält sich ja immer an die Gesetze. Also will er nicht wegen unterlassener Hilfeleistung dran bekommen werden. Also wird er sie helfen. Wenn er aber aus dem Land kommt, wo es das Gesetz nicht gibt, das gibt es nicht überall. Das gibt es gerade in Deutschland und ich glaube noch in Frankreich. Es gibt nicht überall die unterlassene Hilfeleistung im Gesetz. Ja, da geht der vorbei, weil er überhaupt keine gesetzliche Verpflichtung hat, ihnen zu helfen. Verstehen Sie? Ja, und jetzt kommt's. Jetzt sind Sie schon ewig in der kalten Suppe. Ja? Und dann kommt einer vorbei, Sie rufen wieder Hilfe, Hilfe. Und was ist es? Es ist ein Kantianer. Und der muss nach dem kategorischen Imperativ handeln. Der weiß, dass der Grundsatz seines Handelns jetzt so gut sein muss, dass man ihn zum Grundsatz für das Handeln aller anderen erheben könnte, die je an dem Ertrinkenden vorbeikommen. Und da gibt es natürlich nur eins, die Rettung. Der hilft Ihnen aus einer inneren Pflicht heraus. Der verpflichtet sich selbst, Ihnen zu helfen, um sein eigenes Handeln vorbildlich zur Maxime für das Handeln aller anderen zu erheben. Der wird Ihnen helfen. Also nur der Kantianer hilft Ihnen wirklich. Gut, ich habe jetzt das zum Schluss ein bisschen spaßig dargestellt, aber was Kant uns hier geliefert hat, ist tatsächlich ein Stachel im moralischen Fleisch der Bequemlichkeit. Ja? Also das... Ich habe es übrigens hier draußen gerade vorher wieder gesehen. An der Trambahn ist doch der Zeitungskasten, wo man halt freiwillig Geld einwirft und die Zeitung nehmen kann. Hat auch wieder einer eine Zeitung geklaut. Und das geht natürlich nicht. Auch wenn sie keiner beobachtet und niemand sieht es. Nach dem kategorischen Imperativ dürfen sie es nicht tun. Ja, weil sie wissen, wenn jetzt alle die Zeitung nehmen, ohne zu bezahlen, ja, da verhungert der. Das sind eh arme Leute, die dann früh um 4 Uhr früh diese Kästen auffüllen. Also das kann man nicht machen. Ja? Also, und da ist der kategorische Imperativ natürlich streng, auch bei so Kleinigkeiten. Oder ob man mal was wegwirft oder nicht. Ja? Wenn man sich denkt, ja, was wäre, wenn alle jetzt das wegwerfen? Kann man mein Handeln wirklich zur Maxime erheben? Oder ist die Maxime meines Handelns für alle? Oder wenn sie im See sind? Ja? Ist vielleicht noch ein bisschen witziges Beispiel. Ja, und Sie müssen gerade mal, ja, soll ich in den See pinkeln? Ja, dann denken Sie, naja, so ein großer See und wenn ich jetzt da reinpinkle, macht er dem See nichts. Aber der Kantianer würde denken, kann ich das, die Maxime meines Handelns, bei Bedarf in den See zu pinkeln, tatsächlich zum allgemeinen Gesetz erheben, dass alle in den See pinkeln, wenn sie das Bedürfnis haben. Und das will ich ja dann doch nicht. Ja? Oder nehmen Sie das Schwimmbad. Ja? Also Sie sehen schon, und in der Politik spielt das natürlich auch eine riesige Rolle. Ja, also der kategorische Imperativ. Bei den Klimakonferenzen ist es ja so, dass jeder Politiker in der Regel erstmal versucht, seine Wirtschaft zu schützen und die Emissionswerte so weit oben zu halten, dass er so viel Emissionen machen darf, dass seine Wirtschaft noch funktioniert, weil er in seinen volkswirtschaftlichen Egoismen denkt. Und nach Kant wäre es natürlich so, dass man denkt, wie ist es für die Weltgemeinschaft am besten? Wie kann mein Handeln, meine Emissionswerte, die ich setze, vorbildlich sein für das Handeln aller anderen? Ja? Für welche Emissionswerte muss ich eintreten, damit mein Handeln zur Grundlage für das Handeln aller werden kann? Und wenn alle diese Emissionswerte hätten, was wäre dann das Beste für die Welt? Das wäre ein kategorischer Imperativ, wie Politik denken sollte. Und da hat er uns natürlich
etwas hinterlassen, was tatsächlich eine enorme Sprengkraft hat. Gut, letztlich vielleicht noch, keiner von uns, ja, kann immer nach dem kategorischen Imperativ leben, ist völlig klar. Also wir leben auch mal utilitaristisch und nach dem Lustprinzip, ist völlig klar. Ja, gut, in diesem Sinne, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen gleichwohl noch einen vorbildlichen, schönen Nachmittag im Sinne des kategorischen Imperativs. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Michel Foucault, dem großen französischen Strukturalisten, genauer gesagt Poststrukturalisten. Foucault ist zweifellos einer der radikalsten und, wie Sie gleich sehen werden, provokativsten Denker des 20. Jahrhunderts. Er hat zwar keine eigene Denkrichtung oder Schule begründet, aber er gehört zu jenen Philosophen, deren Wirkung nach ihrem Tod nicht nachgelassen hat, sondern eher noch größer geworden ist. Das ist einerseits sehr erfreulich, weil sein Kerngedanke lebendig geblieben ist, ja, Sie werden gleich sehen, noch viel brisanter geworden ist. Andererseits aber ist es auch etwas bedenklich, weil sein Kerngedanke doch auch etwas sehr Beunruhigendes hat. Ich habe ihn hier gleich mal mitgebracht. Der Mensch verschwindet wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand. Der Mensch wird also verschwinden. Und als 40-jähriger Professor am Collège de France, das ist die Elite-Universität in Paris, hat Foucault dann tatsächlich seinen staunenden Studenten nichts weniger erklärt als eben das Ende des Menschen. Damit meint er nicht, dass die Gattung ausstirbt, beispielsweise durch einen Atomschlag oder durch die Klimakatastrophe, sondern er meint einen eher lautlosen, ein lautloses inneres Absterben. Also kein physischer, sondern ein psychischer Tod. Und Foucault will uns eigentlich zu verstehen geben, dass der Mensch, so wie wir ihn kennen, als selbstbestimmt, lustvoll, aktives Wesen absterben wird. Und dieser Prozess beginnt bereits im 17., 18. Jahrhundert. Das ist für Foucault eine Schlüsselzeit, denn da gelingt es den Wissenschaften und der Aufklärung und den neuen Wissenschaften erstmals, den Menschen exakt zu definieren. Er ist nicht mehr Gottes Geschöpf, sondern die Biologie. Die Psychologie, die Psychiatrie, die Kriminologie, alle nehmen den Menschen als Objekt in den Blick. Und erstmals wird er ausdefiniert, was normal und anormal, was gesund, was psychisch krank ist oder eben auch, was ist ordnungsgemäß, was ist kriminell. Und diese Definitionen, sagt Foucault, sind äußerst folgenreich, denn tatsächlich wurde dann in dieser Phase erstmals mit einem riesigen Aufwand versucht, Hospize zu schaffen und alle Irren, wie man damals gesagt hat, wegzusperren. Gleichzeitig hat es riesige Großgefängnisse gegeben im 17., 18. Jahrhundert, weil jetzt eben definiert werden konnte, wer verrückt ist und wer nicht. Deswegen sagt Foucault, der Irre kann nicht für sich wahnsinnig sein, sondern nur in den Augen eines Dritten, der allein die Vernunfttrübung von der Vernunft zu unterscheiden vermag. Und genauso wie es jetzt auf einmal diese Irrenhäuser gibt, wurden dann im 18. Jahrhundert auch Großgefängnisse gebaut für Zehntausende von Insassen. Vorher gab es natürlich auch schon Kerker in den Ritterburgen, in den Schlössern, einzelne Kerker. Es gab auch den sogenannten Pranger, war so ein Holzpfahl am Marktplatz, wo auch mal einer zur Schau gestellt wurde. Aber das waren Einzelne, die da in den Kerkern lagen. Die Massengefängnisse sind, so Foucault, eine Errungenschaft der Moderne. Weil man jetzt Zehntausende Plätze gebraucht hat,
hat der englische Sozialphilosoph und Jurist Jeremy Bentham ein ganz neuartiges Gefängnis geplant am Reißbrett und erfunden, das dann auch gebaut wurde, das sogenannte panoptische Gefängnis. Ich habe Ihnen mal eines mitgebracht, dass Sie einen Eindruck bekommen, das real gebaut wurde, ist jetzt aus Kuba, ist eine Ruine. Aber Sie sehen hier bereits das Prinzip dieses panoptischen Gefängnisses. Die Wärter konnten unterirdisch in diesen Turm gehen und aus dem Turm durch die Seeschlitze rausschauen und die ganzen Gefangenen panoptisch in den Blick nehmen. Pan, griechisch alles, optisch sehend. Es ist ein alles sehender Blick. Und der Vorteil war jetzt, dass der Wärter, ob er jetzt da war oder nicht, und selbst wenn er da war, er könnte natürlich niemals die ganzen Zellen im Blick haben, die gehen ja rundherum. Aber allein die Tatsache, dass die Gefangenen denken müssen, sie könnten im Blick sein, genügt, dass sie sich gesehen fühlen. Und dadurch machen sie etwas, sie richten automatisch ihr Verhalten danach aus, als würden sie gerade erblickt werden. Es kommt zu einer Art Selbstdisziplinierung und einem vorauseilenden Gehorsam. Und das, meine Damen und Herren, sagt nun Foucault, ist das Prinzip unserer modernen Zwangsgesellschaft. Wir alle nehmen uns selbst in den Blick und üben vorauseilenden Gehorsam. Und schauen Sie sich's genau an. Sehen Sie, wir, wenn Foucault recht hat, sitzen Sie alle, ich natürlich auch, in einer dieser Zellen, auch im Augenblick jetzt. Ja, Sie werden gleich sehen, warum. Das panoptische Schema ist dazu bestimmt, sich im gesellschaftlichen Körper auszubreiten, zu einer verallgemeinerten Struktur zu werden. Also, das panoptische Schema ist im Laufe der Zeit zur verallgemeinerten Struktur unserer ganzen Gesellschaft geworden. Was meint er damit? Vielleicht ist hier ein Beispiel nicht schlecht, wie sich das panoptische Schema in der Zivilisation ausdehnt. Es dient zur Besserung von Sträflingen, aber auch zur Belehrung von Schülern, zur Überwachung von Wahnsinnigen, zur Beaufsichtigung von Arbeitern, zur Arbeitsbeschaffung für Müßiggänger. Also, Sie wissen, die Schüler wurden dann als erstes, nachdem das panoptische Gefängnis erfunden war, auch in Bankreihen aufgereiht, stehen unter dem panoptischen Blick des Lehrers. Und die gute Führung wird wie bei den Strafgefangenen mittels Betragensnoten, mittels Zensuren, Rückversetzungen etc. beurteilt. Und sie haben genau wie die Strafgefangenen zwischen zwei Klingeltönen Pausenhofgang. Aber, ja, und dann wird das Schema, beschreibt Foucault natürlich ausführlich in seinem Bestseller hier, Strafen und Überwachen. Dann wird dieses Schema natürlich auch auf die Arbeitswelt übertragen. Es gibt Glaskästen, wo die Vorarbeiter die Fabrikarbeiter in den Blick nehmen. Aber es kommt Foucault auf etwas ganz anderes an. Viel entscheidender ist für ihn der panoptische Blick, der sich ausdehnt. Und da möchte ich Ihnen mal zeigen, wie brisant das eigentlich ist, dieser Gedanke. In China läuft zurzeit auch mehrere panoptische Großprojekte, Pilotprojekte. Eines davon heißt Ehrliches Shanghai. Shanghai ist inzwischen komplett kameraüberwacht und die Bewohner bekommen Punkte nach einem Punktesystem. Wenn sie bei Rot über die Ampel gehen oder einen Pappbecher wegwerfen, wird das aufgezeichnet und in dem Moment bereits mit Gesichtsscannung ausgewertet und sie kriegen einen Punkteabzug. Außerdem wird, wenn sie, also es arbeiten insgesamt eine zweistellige Zahl von Ämtern zusammen und es läuft in den Zentralcomputer, wenn sie eine Rechnung zu spät zahlen, wenn sie eine Steuerunehrlichkeit hatten, wenn sie die Steuer zu spät einreichen oder wenn sie im Internet ein Video mit pornografischem Inhalt anschauen, gibt es sofort Abzüge. Und wer unter 1000 Punkte hat, gilt als schlechter Mensch. Jetzt versuchen natürlich die Shanghai-Bewohner von vornherein alles exakt und ordentlich zu machen, um erst gar nicht schlechter Mensch zu werden. Verstehen Sie, das ist das panoptische Schema. Aber wir müssen leider nicht mal nach China schauen. Auch in Deutschland haben wir immer mehr panoptische Systeme, die sich, wie Foucault wörtlich sagt, im gesellschaftlichen Körper ausbreiten. In Hessen läuft ein Pilotprojekt, da haben die Polizisten Kameras mit Ton an ihren Uniformen, gut sichtbar. Und dadurch, also ist tatsächlich jetzt nach der ersten Auswertung,
die Anpöbelei gegenüber den Beamten zurückgegangen. Sie werden nicht mehr beschimpft, nicht mehr angespuckt, nicht mehr angegriffen. Und auch die Beamten verhalten sich absolut vorbildlich gegenüber den Bürgern, weil ja alles dokumentiert und aufgezeichnet wird. Verstehen Sie? Der panoptische Blick, das Gesehenwerden ist überall. Sie sehen also schon an diesen zwei kleinen Beispielen, wie brisant seine These ist, dass sich das panoptische System im ganzen gesellschaftlichen Körper ausbreitet. Gut, wir werden uns also heute befassen mit Wahnsinn und Gesellschaft, wo er zeigt, wie erstmals die Definition von Wahnsinn und Normalität aufkommt, mit Überwachen und Strafen und natürlich, was auch äußerst wichtig ist, mit seinem philosophischen Hauptwert, die Ordnung der Dinge. Und darin stellt er auch wieder eine provokative These auf, nämlich die, dass wir alle hier im Saal zwar denken, dass wir bestimmte Dinge sicher wissen, ja? Und jeder meint, er hat eine Wahrheit, aber es gibt keine Wahrheit, sagt Foucault. In Wirklichkeit werden wir alle von dem, was wir denken und sagen, fremdgesteuert. Von einer dahinterstehenden, tieferen Wahrheitsproduktion, die wir oft selbst gar nicht durchschauen. Verstehen Sie? Und das formuliert er hier in die Ordnung der Dinge. Sie werden also heute auch noch erfahren, warum Sie so denken, wie Sie denken und warum Sie sagen, was Sie sagen. Ja? Gut. Und weil wir eben gesteuert sind von dahinterstehenden Wissensproduktionen, ja, und die bestimmen unsere Diskurse. Da habe ich noch ein Beispiel mitgebracht. Der Diskurs ist die Gesamtheit erzwungener oder erzwingender Bedeutungen, die die gesellschaftlichen Verhältnisse durchziehen. Also es ist nicht so, dass wir frei in den Diskurs was beisteuern, sondern die sind erzwungen, die Diskursbeiträge. Und da hat er zum Beispiel, weil, wissen Sie, jede Zeit hat ihre eigene Wahrheitsproduktion. Jede Gesellschaft hat ihre eigene Ordnung der Wahrheit, ja, und eine allgemeine Politik der Wahrheit. Und daraus entsteht übrigens die Ordnung der Dinge. Und diese Ordnung der Wahrheit kommt von tiefer unten. Also beispielsweise in der Antike war die tiefer liegende Wahrheitsproduktion der Sklaven, was ganz Natürliches sind und zu jedem guten Haushalt gehören. Und selbst Platon und Aristoteles haben nicht gewagt, dieser Wahrheitsproduktion zu widersprechen. Ja, nicht nur, dass sie es nicht gewagt haben, es ist ihnen gar nicht in den Sinn gekommen, weil sie nur ein Produkt dieser Wahrheitsproduktion waren. Und man kann, also Foucault zeigt uns das im Grunde noch deutlicher, vielleicht an diesem Beispiel. Die Diskurse der Geisteskrankheit sagen uns nicht, was das Subjekt ist, sondern nur, was es innerhalb eines bestimmten, ganz und gar besonderen Wahrheitsspiels ist. Also, die Diskurse über Geisteskrankheit, wenn wir über Geisteskrankheit reden, sagen uns nicht, was der Geisteskranke wirklich ist, sondern nur, was jeweils das Wahrheitsspiel ist, aus dem heraus wir über die Geisteskranken reden. Wenn ein Indianer Nordamerikas, die haben geglaubt, dass die Verwirrten vom Geist Manitus berührt sind, und die Medizinmänner haben dann einen Diskurs geführt, was uns der Verwirrte, was uns Manitou über den Verwirrten vielleicht für eine Botschaft zukommen lassen will. Sehen Sie? Im Mittelalter haben die Exorzisten, also da hat man gedacht, die geistig Verwirrten sind vom Teufel besessen, und die Exorzisten haben versucht, den Teufel wieder auszutreiben. Und heutzutage führen die Psychiater einen Diskurs, ob der Verwirrte Neurotiker oder Psychotiker ist, und versuchen ihn über verschiedene Symptome, über ein Bündel von Symptomen, spezifischen pathologischen Krankheitsbildern zuzuführen und ihn zu therapieren. Aber sowohl von den Indianern, von den Exorzisten und den Psychiatern erfahren wir nicht wirklich was über das Subjekt, aber wir erfahren die Grundlage des Wahrheitsspiels, auf dem aufsitzend diejenigen über die Geisteskrankheit sprechen. Und Foucault sagt nun, dass es für uns eben jetzt von größter Bedeutung ist, dass wir erkennen, welche tieferen Wahrheitsproduktionen jeweils unserem Wissen zugrunde liegen. Auch wir heute sind Opfer einer tieferen Wahrheitsproduktion, wie sie noch erfahren werden.
Und die nennt er auch Dispositive. Es gibt Dispositive, die uns bestimmen, ohne dass wir es merken. Deswegen habe ich Ihnen auch die Dispositive der Macht mitgebracht. Dispositiv ist ein Schlüsselbegriff bei Foucault, den ich Ihnen auch noch vorstellen will. Das heißt, wir haben viel zu tun und es geht sofort los mit Wahnsinn und Gesellschaft. Ja? Foucault sagt, den Wahnsinn findet man nicht im Naturzustand. Natürlich nicht. Ja? Im Naturzustand gibt es keinen Wahnsinn. Erst muss er definiert werden. Und in diesem Buch, das ist seine viel beachtete Doktorarbeit, 500 Seiten, da ist er schon bekannt geworden damit, weil da hat er was ganz Spannendes gemacht. Er hat geschaut, wie die einzelnen Gesellschaften in den verschiedenen Epochen mit dem Wahnsinn umgegangen sind. Was haben sie als irre, verrückt und wahnsinnig definiert? Und daraus ergibt sich nämlich, was in der jeweiligen Epoche und Gesellschaft auch gerade vernünftig war. Und da macht er was ganz Irres. Er beschreibt im Grunde eine Geschichte der abendländischen Vernunft aus der Perspektive des Wahnsinns. Ja? Also Sie sehen, es war ein unkonventioneller Denker. Und deswegen, natürlich ist der Wahnsinn immer nur das, als was er in der jeweiligen Zeit definiert wird. Hier sehen Sie es auch. Der Wahnsinn ist totale Vernunftlosigkeit, die man auf dem Hintergrund der Strukturen des Vernünftigen wahrnimmt. Das war aber nicht immer so. In der Renaissance beispielsweise war der Wahnsinn noch keine totale Vernunftlosigkeit, die man tabuisiert hat und die man unterdrückt hat und bekämpfen musste. Ganz im Gegenteil. Diese Welt vom Anfang des 17. Jahrhunderts ist auf eigenartige Weise gastfreundlich gegenüber dem Wahnsinn. Ja? Also beispielsweise Fürsten und höhere Adligen, aber nur die höheren, hatten einen eigenen Hofnarren. Der hat dafür gesorgt, dass der Wahnsinn im Schloss ist. Das heißt, der durfte unkonventionell sein, der durfte beleidigen, der durfte verrückte Sachen sagen, auch unzusammenhängende. Da haben die sich gefreut. Ja? Der Hofnarr hatte Narrenfreiheit und auch im Theater hat der Narr sehr oft eine wichtige Rolle gespielt, weil der Wahnsinn ein bisschen zur Kultur dazugehört hat. Und deswegen sagt Foucault, auf allen Seiten faszinierte der Wahnsinn den Menschen. Das zeigen auch die Werke von Malern wie Bruegel, Grünewald oder Hieronymus Bosch. Und da habe ich Ihnen mal was mitgebracht, wo man das, denke ich, ganz gut sieht. Ja. Sie sehen hier wie ein Monster, also er hat viele Monster, der Hieronymus Bosch, die mit Vogelköpfen, Fischköpfen oder anderen Tierköpfen Menschen bei lebendigem Leib verspeisen. Und Sie sehen auch, wie aus dem Anus noch Krähen oder Vögel rauskommen. Und hier wird einer gegessen, da wird jemand aufgespießt. Oft sitzen Kröten auf Geschlechtsteilen. Also er hat da der Fantasie freien Lauf gelassen. Und sehr oft sieht man Speere und Lanzen im Anus stecken. Und also ganz ehrlich gesagt, heutzutage aus psychiatrischer Sicht, ja, also da möchte ich gar nicht nachdenken, aber ich gehe mal davon aus, die würden den als multipervers-regressiven Paraphilen als absolut dringend therapiebedürftig betrachten. Damals nicht, man hat ihn bewundert. Es war fantastisch, sie haben das genossen, weil der Wahnsinn zur Gesellschaft gehört hat. Und auch in den Dörfern hat man die Verrückten nicht weggesperrt. Es gab natürlich viel mehr Inzest damals. Da gab es viele Dorftrottel, aber da hat man auch gelacht und die Kinder haben denen auch mal was mit einer Schnur eine Büchse ans Bein gewunden. Aber die wurden geduldet. Ja? Und da sagt der Foucault, im Mittelalter und in der Renaissance erlaubte man den Irren, im Schoß der Gesellschaft zu leben. Der sogenannte Dorftrottel wurde von den anderen ernährt und versorgt. Und das änderte sich radikal mit dem Dekret von 1656 des Sonnenkönigs Ludwig XIV., dem berühmten Louis XIV. Der hat verfügt, der wollte das nicht mehr und hat verfügt, dass künftig alle Irren und auch gleich noch alle Landstreicher in Hospizen konzentriert werden und eingesperrt. Und interessanterweise benutzte man dazu die Leprahäuser. Die Lepra verschwindet, weil die Lepra war damals ausgestorben. Ja? Also drum waren diese Häuser leer gestanden. Die Lepra verschwindet, die Leprakranken sind fast vergessen. Aber die Strukturen bleiben. Oft kann man an denselben Orten zwei, drei Jahrhunderte später die gleichen Formen des Ausschlusses in verblüffender Ähnlichkeit wiederfinden. Arme, Landstreicher und verwirrte Köpfe spielen die Rolle, die einst der Leprakranke inne hatte. Also geistig Verwirrte spielen deshalb die Rolle der Leprakranken, weil auch sie
aus der Mitte der Gesellschaft rausgenommen werden, isoliert werden, dass sie niemand mehr mit ihrem Wahnsinn anstecken. Der Wahnsinn wurde tabuisiert und weggesperrt. Und Foucault spricht deshalb auch vom Beginn der großen Gefangenschaft des Wahnsinns, was er sehr bedauert, der Foucault. Ja? Und es hat dann zwar durch die Aufklärung noch mal eine Änderung gegeben. Man hat dann natürlich die Wahnsinnigen nicht mehr als vom Teufel besessen betrachtet, sondern als psychisch Kranke, die man wieder heilen wollte. Also der Ansatz war schon da. Aber, sagt Foucault, auch diese neue humanistische Sicht auf den psychisch Kranken hat seine Situation, seine Grundsituation, einem Zwang ausgesetzt zu sein, dem Zwang der Normalität, nicht viel verbessert. Es wurde nicht viel humaner, wie Sie jetzt an folgenden drei Bildchen sehen können. Pinel, eigentlich ein fortschrittlicher Psychiater, hat 1795 die Zwangsjacke erfunden, weil er meinte, dass die völlige Fixierung den Geist beruhigt. Ja? Oder beispielsweise der Großvater von Charles Darwin, der Erasmus Darwin, der hat den Darwinschen Stuhl erfunden, der konnte rotieren. Ja? Ähnlich wie es in der Charité dann weiterentwickelt, das sogenannte Drehbett war. Ich weiß nicht, ob Sie es genau sehen können. Hier liegt der arme Patient auf einem Bett und über eine Seilwinde konnte man das Wal rasend schnell drehen, bis 5, 6G auf das Gehirn gewirkt haben. Das ganze Blut schoss ins Gehirn und die Idee dahinter war, dass die Psychiater dachten, naja, diese ganzen verstockten Blut- und Nervenbahnen im Gehirn müssen einfach mal wieder durch Blut in Gang gebracht werden. Ja, Sie lachen, meine Damen und Herren. Foucault hat uns gezeigt, dass wir heute nicht viel weiter sind und nach demselben Dispositiv behandeln. In der Psychiatrie wird heute mit Elektrokrampftherapie, mit Stromschlägen versucht, diese Verstockungen aus dem Gehirn zu bringen. Ja? Sie müssen natürlich unterschreiben, dass Sie damit einverstanden sind. Also das ist nicht so, dass da gefoltert werden kann. Ja? Also Sie müssen unterschreiben, dass Sie einverstanden sind. Aber es wird auch versucht, diese Verstockungen in Gang zu bringen. Auch die Medikamente haben keinen anderen Sinn, als Botenstoffe, die im Gehirn zum Erlahmen gekommen sind, wieder zu beflügeln und wieder in Bewegung zu bringen. Also das Denken hat sich nicht so viel verändert, auch wenn wir das jetzt für brachial halten. Ja? Gut. Und es hat allerdings etwas Neues gegeben. Bei dieser großen Gefangenschaft ist das wesentliche und neue Element, das nicht mehr das Gesetz verurteilt. Also bei dieser großen Gefangenschaft ist das wesentliche und neue Element, das nicht mehr das Gesetz verurteilt, sondern, also nicht nur der Richter, sondern es sind Gutachter, es sind Wissenschaftler, es sind Psychiater, es sind Ärzte, es sind Psychologen, die entscheiden, wer sozusagen hinter die Mauern kommt und wer draußen bleibt. Und in der Folgezeit werden dann hunderte verschiedener spezifischer psychischer Erkrankungen genau definiert mit Symptombildern. Und diese exakte Definition der Wissenschaft, sagt Foucault, hat dazu geführt, dass nicht nur diejenigen, die hinter den Mauern verschwunden sind, definiert wurden als psychisch krank, sondern auch wir außerhalb der Mauern definieren uns genauso, nämlich als nicht diese Kriterien habend und deshalb noch draußen sein zu dürfen. Also drum kann Foucault sagen, in gewissem Sinne schließen die Mauern der Internierungshäuser das Negativ ein. Eine moralische Gemeinschaft, also wir sind das Negativ derjenigen, die innerhalb der Psychiatrie sind. Ja? Eine moralische Gemeinschaft, die all denen vorbehalten bleibt, die sich von Anbeginn ihr unterwerfen. Ja? Wir unterwerfen uns dem Normierungszwang, deswegen dürfen wir weiter draußen bleiben. Und der pädagogische Satz, der oft zu den Kindern gesagt wird, sei doch vernünftig. Da sagt Foucault, das ist inzwischen das Motto unserer ganzen modernen Gesellschaft. Die Vernunft übt einen enormen Zwang aus und duldet keine Abweichungen mehr. Der Wahnsinn wird inzwischen massiv tabuisiert und komplett unterdrückt. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, so Foucault, manifestiert sich das Leben der Unvernunft nur noch im Aufblitzen von Werken wie Hölderlins, Nietzsches oder Artaus, weil sie durch ihre eigene Kraft jenem gigantischen Gefangenensein widerstehen. Also nur wenige Literaten dürfen noch oder können, weil sie eine eigene innere Kraft haben, diesem Druck der Normalität widerstehen und noch den Wahnsinn artikulieren. Ja. Und
deswegen, ich ziehe mal das Resümee aus dem Buch Wahnsinn und Gesellschaft, ich ziehe jetzt mal ein Fazit. Erstens, die Vernunft hatte über Jahrhunderte als Gegenspieler, als lebendigen Dialogpartner den Wahnsinn. Der war immer mit dabei. Aber jetzt in der Moderne führt unsere Vernunft nur noch einen Monolog und duldet keine Abweichungen mehr. Und das führt zu einem enormen Normalisierungsdruck. Sie kennen alle den Spruch, sei bloß vorsichtig, sonst holen dich noch die Männer in den weißen Turnschuhen. Ja? Ist ein böser Spruch eigentlich, wenn man mal nachdenkt. Gell? Und um den Normalisierungszwang geht es auch in seinem zweiten Werk, Strafen und Überwachen. Ist vielleicht das meistgelesenste Werk von Foucault, schlug ein wie eine Bombe. Es beginnt bereits ganz legendär. Also der Anfang ist legendär. Auf 4 Seiten, ohne es anzukündigen, ohne zu erklären, beschreibt Foucault die Vierteilung von François Damiens auf dem Marktplatz von Grève im Jahre 1757 gemäß der Chronik eines Polizeioffiziers. Und das geht über 5 Seiten. Ich habe es jetzt etwas verkürzt, aber ich möchte Ihnen den Genuss nicht vorenthalten. Auf dem Gräfplatz sollte er an den Brustwarzen, Armen, Oberschenkeln und Waden mit glühenden Zangen gezwickt werden. Seine rechte Hand sollte das Messer halten, mit dem er den Vatermord begangen hatte. Und auf die mit Zangen gezwickten Stellen sollte geschmolzenes, bleisiedendes, ölbrennendes Pechharz gegossen werden. Ein Scharfrichter musste jeweils 2 oder 3 Mal ansetzen und drehen und winden. Bei diesem Zangenreißen schrie Damien sehr laut, ohne freilich zu lästern. Trotz all dieser Schmerzen hob er von Zeit zu Zeit das Haupt und besah sich unerschrocken. Die Beichtväter näherten sich ihm und er küsste gerne das Kruzifix und sagte immer wieder, Verzeihung, Herr, Verzeihung. Die Pferde gaben einen kräftigen Ruck und zerrten dabei jeweils an einem Glied, aber ohne Erfolg. Man musste das Fleisch beinahe bis zu den Knochen durchschneiden. Die Pferde legten sich ins Geschirr und rissen dann zuerst den rechten Arm, dann den anderen los. Nachdem 4 Teile abgetrennt waren, kamen die Beichtväter zu ihm, aber der Scharfrichter sagte ihnen, er sei tot, obwohl ich in Wahrheit gesehen habe, wie der Mann sich bewegte. Wie gesagt, Foucault beschreibt es erheblich detaillierter, aber warum macht er das? Nicht aus Voyeurismus, nicht aus Sensationsgier, sondern er will uns in Strafen und Überwachen gleich am Anfang das Wesen der Strafe in den früheren Epochen vor Augen führen. Und das Wesen der Strafe war, dass man dem Täter die Qualen, die er anderen zugefügt hat, vervielfacht nun selbst zugefügt hat, damit er das büßt und aus Rache. Und zugleich hatte das war ja immer öffentlich, diese Vierteilungen, hatte das natürlich auch den Sinn der Abschreckung für die vielen anderen, die auf dem Marktplatz zugesehen haben. Ja. Es gab viele so drastische Hinrichtungsarten, Rädern, Verbrennen, Enthaupten, Brandmarken, ganze reihenweise Strafen gegen den Körper. Immer wurde massiv der Körper bestraft. Und das hat sich nun fundamental in der Aufklärung geändert. Wir haben jetzt eine neue Wissensproduktion. In der Aufklärung, so Foucault, war man angewidert von der Folterei. Und die Aufklärer haben gesagt, wir müssen auch im Verbrecher noch den Menschen sehen. Und deshalb hat man nicht mehr gefoltert, man hat sie eingesperrt. Aber was kommt jetzt? Foucault sagt, jetzt richten sich alle Strafen gegen unseren Geist. Ja, nicht mehr gegen den Körper, gegen den Geist. Und das mit einer ganz großen Intensität. Und weil es jetzt aber notwendig geworden war, also man hat jetzt auch gesagt, es soll nicht mehr ein Fürst willkürlich da oder dort ein Exempel statuieren, sondern ein Gesetz regelt, wie lang die Leute eingesperrt werden. Und dadurch waren jetzt auf einmal zehntausende Leute da, die man einsperren musste. Und da hat Bentham, den ich vorher angekündigt habe, Jeremy Bentham, sein Gefängnis entworfen. Ja? Das Panoptikum ist ein ringförmiges Gebäude, sodass alles, was der Einzelne tut, dann dem Blick des Wärters ausgesetzt ist, ohne selbst gesehen zu werden. Ja? Also entscheidend ist hier eben der, Sie sehen, das Gebäude war komplett rund, in der Mitte stand der Turm, wo man den Wärter nicht gesehen hat, aber die Gefangenen mussten diesen Eindruck haben. Entscheidend ist eben der panoptische Blick, alles sehen.
der allessehende Blick. Der Häftling darf niemals wissen, ob er gerade überwacht wird, aber er muss sicher sein, dass er jederzeit überwacht werden kann. Ja? Und dann verhalten sich eben die Häftlinge von alleine so, als würden sie gesehen. Derjenige, welcher der Sichtbarkeit unterworfen ist und dies weiß, übernimmt die Zwangsmittel der Macht und spielt sie gegen sich selber aus. Er internalisiert das Machtverhältnis, in welchem er gleichzeitig beide Rollen spielt. Er wird zum Prinzip seiner eigenen Unterwerfung. Das spart natürlich Zeit und Geld. Heutzutage gibt es Kameraüberwachung. Und was heutzutage sich natürlich verändert hat, wir wollen nicht mehr nur einsperren, wir wollen resozialisieren. Ja, wir wollen, sagt Foucault, die Eingesperrten wieder tauglich machen für den Arbeitsmarkt. Und da gibt es natürlich nun eine Vielzahl von Gutachtern, die in forensischen Abteilungen der Psychiatrie schauen, ob der rückfällig wird oder nicht und Gutachten schreiben. Es gibt Sozialpädagogen, es gibt Resozialisierungshelfer etc. Aber auch diese gemeinhin als Fortschritt gesehene Beitrag wird von Foucault kritisch gesehen. Er sagt, die Normalitätsrichter sind überall anzutreffen. Wir leben in der Gesellschaft des Richterarztes, des Richterpädagogen, des Richtersozialarbeiters. Ihm unterwirft ein jeder die Verhaltensweisen. An die Stelle des groß inszenierten Theaters, beispielsweise der Hinrichtung von François Damiens, diese Vierteilung, treten nun viele, viele kleine Züchtigungen. Ja? Und deswegen, und diese kleinen Züchtigungen verbreiten den Zwang zur Normalität. So also hat man sich die Strafgesellschaft vorzustellen. 1000 kleine Züchtigungstheater. Damit sagt uns Foucault, dass wir heutzutage in den Schulen, in den Firmen, in den Behörden, also da werden Millionen Menschen überwacht von der Geburtsurkunde über die Schule, über die Beitragszeiten, über die Arbeitslosigkeit etc. bis hin zur Sterbeurkunde werden wir erfasst und beobachtet und überprüft auf unsere Steuerehrlichkeit, auf unser Verkehrsverhalten etc. Und das Ganze bedarf keiner körperlichen Züchtigung mehr. Da kommt nicht der Finanzbeamte und schlägt einem, wenn was nicht stimmt. Das ist nicht mehr nötig. Denn er sagt, die Macht wird tendenziell unkörperlich. Ja? Also kein König oder Despot fährt mehr durchs Land in einer sichtbaren goldenen Kutsche und verlangt den Kniefall seiner Untertanen und statuiert hier und da ein Exempel an einem Missetäter, sondern es ist viel schlimmer, sagt Foucault, wir alle unterwerfen uns inzwischen selbst schon im Vorhinein der gesamten Maschinerie. Und deswegen sagt er, und das ist jetzt ein ganz zentrales Zitat aus Überwachen und Strafen, wir sind eingeschlossen in das Räderwerk der panoptischen Maschine, das wir selbst in Gang halten. Jeder ein Rädchen. Ja. Und ich musste neulich mal wieder dran denken. Wissen Sie, wenn Sie im Internet einkaufen, wird das von der panoptischen Maschine registriert. Da kriegen Sie dann sofort Werbung über ähnliche Bücher. Oder wenn Sie ein Video anschauen, wird das registriert. Also Sie sind immer in dem Blick und Sie sind natürlich auch ein Rädchen, weil mit jedem Post, mit jedem Facebook-Eintrag, alles, was Sie öffentlich im Internet äußern, werden Sie natürlich noch mal transparenter. Also so sind wir auch selbst Rädchen in dem Ganzen und tragen dazu bei. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Ja? Und jetzt sagt er, die Macht wird tendenziell unkörperlich und wir sind angeschlossen an ein Räderwerk der panoptischen Maschine. Ja? Und jetzt kommt auch eine zentrale These von ihm, die Macht mit ihrer Selbsterzeugung ist nicht die Mächtigkeit einiger Mächtiger. Also die Macht ist nicht die Mächtigkeit einiger Mächtiger. Da unterscheidet er sich jetzt ganz massiv von beispielsweise Karl Marx und allen und der kritischen Theorie, die sagen, es gibt mächtige Eliten, sagen wir mal die Großbourgeoisie oder die Kapitalisten, die dann mit Hilfe von Ideologie die anderen unterdrücken und ausbeuten. Nein, sagt Foucault, wir spielen ja alle mit durch unseren vorauseilenden Gehorsam. Wir alle halten das Züchtigungstheater am Gang. Also er spricht von der Mikrophysik der Macht. Die Macht gibt es auch in der Familie. Also er hat diese Idee der Mikrophysik
der Macht. Und wir alle nehmen eben daran teil. Gut, ich fasse nochmal zusammen. Strafen und Überwachen. Das panoptische Modell, das von Bentham im 18. Jahrhundert entwickelt wurde, hat sich im gesamten gesellschaftlichen Körper ausgedehnt. Und mir fällt gerade noch ein Beispiel vielleicht ein, weil ich neulich mal beim IS was nachschauen wollte. Die haben auf Englisch eine Seite, wo sie Propaganda machen, der IS. Einige Seiten sind jetzt vom Verfassungsschutz stillgelegt worden durch eine Sabotage. Aber ich wollte auf diese eine Seite gehen und habe mir gedacht, ah, Vorsicht Walter, wenn du auf die Seite gehst, dann bist du wieder auf irgendeiner Liste von Leuten, die auf die IS-Seite gehen. Ja? Also Sie sehen, es ist nicht, also irgendwas stimmt da schon. Gell? Und gut. Und deswegen kann er eben auch sagen, das lückenlose Strafsystem, das alle Augenblicke erfasst und kontrolliert, wirkt normend, normierend und normalisierend. Ja? Also wir alle sind Teil dieses panoptischen Systems und das wirkt auf uns normierend und normalisierend. Und jetzt kann man ihm natürlich entgegnen, ja, dass das ja auch positive Seiten hat. Die Polizisten werden nicht mehr angepöbelt, angespuckt. Ehrliches Shanghai, Shanghai wird immer cleaner. Und Bill Gates beispielsweise hat schon 19, also den kennen Sie ja alle, der große Pionier des Internets und der Computertechnik, hat schon 1995 in seinem Buch mit dem bezeichnenden Titel Der Weg nach vorn geschrieben, dass durch die Digitalisierung und die panoptische Maschine die Kriminalität künftig kein Problem sein wird. Er bringt das Beispiel Monaco. In dem Fürstentum sind inzwischen tatsächlich alle Tiefgaragen, öffentlichen Plätze, Straßen überwacht und da ist die Straßenkriminalität auf null runtergegangen, weil die mit Gesichtsscannung sofort schauen, wer es war und den halt dann rausholen. Ja. Er bringt noch ein zweites Beispiel, er sagt, wir wären in der Lage, gar nicht so viel, es wären etwa 12 Satelliten, dann könnten wir alle 7 Milliarden Menschen und auch alle bald 8 Milliarden mit einem Datenhelm ausstatten, ähnlich wie beim GPS vom Auto, und lokalisieren, wo sie zu jeder Sekunde gerade sind. Das ist gar kein großer Aufwand. Ja? Und das ist natürlich kein wirklicher Helm, sondern das könnte man in den Backenzahn tun und so plombieren, dass man es auch nicht selber rausmachen kann. Und dann, wenn ein Schwerverbrechen begangen wird, schaut man einfach nach, weil unsere Mediziner können ja den Todeszeitpunkt inzwischen exakt festlegen, dann schaut man nach, wer es war. Ja? Und dann sagt er, gäbe es keinen Raubmord mehr, weil ja der Raubmörder, der was klauen will und einen erschlägt, weiß, naja, morgen verhaften sie mich, weil sie ja sogar wissen, wo ich bin. Ja? Und dann würde die Kriminalität aussterben. Jetzt sagt er, ist es so, dass viele Leute aber aus Datenschutzgründen Angst haben, weil sie ja nicht immer lokalisiert werden wollen und denken, Diktator nützt es vielleicht aus. Jetzt müsste man den Leuten zumindest erlauben, dass sie freiwillig ein Datenlogbuch führen. Und wenn sie beschuldigt werden, können sie zum Richter mit Einverständniserklärung sagen, er darf auf dem Satelliten nachschauen und dann sieht man, man war gar nicht da. Ja? Also Sie sehen, er hat das positiv gesehen, verrückt, oder? Und Foucault aber warnt uns ganz energisch und sagt, das Ende dieser Entwicklung ist gar nicht absehbar. Der moderne Mensch ist sein eigener Gefängnisdirektor. Und jetzt kommen wir zum Kerngedanken von Foucault, den er in seinem Buch Die Ordnung der Dinge, in seinem philosophischen Hauptwerk formuliert hat. Und Sie werden gleich sehen, alles, was wir hier im Saal als humanistischen Fortschritt betrachten, der moderne Strafvollzug, die einfühlsame therapeutische Behandlung von psychisch Kranken etc., die neuen Wissenschaften, Biologie, Psychologie, Psychiatrie, Kriminologie und auch Ökonomie, sagt er, führen letztlich nur dazu, uns noch mehr, noch besser, noch exakter zu disziplinieren. Ja? Die Aufklärung, welche die Freiheiten entdeckt hat, hat auch die Disziplinen erfunden. Ja? Damit meint er eben, dass die Aufklärung zwar politische Freiheit gefordert hat, also Rousseau, Diderot, Montesquieu, aber gleichzeitig haben die Wissenschaftler in der Aufklärung auch immer neue Disziplinen erfunden. Disziplinen sind eben die neuen Wissenschaften, Biologie, Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie. Auch Ökonomie. Er sagt, die Ökonomie hat uns auch weiter versklavt, weil uns wird jetzt wissenschaftlich gesagt, dass das freie Spiel der Kräfte das Beste ist und da müssen wir uns bewegen, in diesen definierten, disziplinierten Spielräumen. Ja? Und jetzt sagt er in diesem Buch, dass natürlich nicht nur wir die Opfer dieser Disziplin sind, sondern natürlich auch in früheren Zeiten gab es jeweils eine überragende, die Gesellschaft prägende Wahrheitsproduktion. Und die nennt er Episteme.
Es kommt vom Griechischen und heißt Wissen, Wissenschaft. Er verwendet es aber noch ein bisschen weitergehender. Er sagt, in einer Kultur und einem bestimmten Augenblick gibt es immer nur eine Episteme, die die Bedingungen definiert, unter denen jegliches Wissen möglich ist. Also, die Episteme definiert die grundlegenden Bedingungen, auf denen dann jedes Wissen und jeder Diskurs aufruht, den wir führen. So war beispielsweise die Episteme der Renaissance, war die Repräsentation, die Ähnlichkeit. Er sagt, der Renaissance-Mensch hat, egal was er erforscht oder gemacht hat, in Ähnlichkeiten und Repräsentationen gedacht, weil er immer noch alles auf den Kosmos und die Schöpfung bezogen hat. Und selbst Leute, die beispielsweise eine Leiche seziert haben und den Körper erforscht haben, haben alles noch nach Ähnlichkeiten zum großen Ganzen geordnet. Hier habe ich ein Zitat, also Foucault selbst zitiert hier eine Quelle. Sein Fleisch, also der Mensch, sein Fleisch ist eine Scholle, seine Knochen sind Felsen, seine Adern große Flüsse, seine Harnblase ist das Meer. Und also das Dasein des Menschen wird eben immer noch in der demütigen Erwartung von göttlicher Gnade gesehen. Und das ist natürlich in unserer Episteme komplett verschwunden. Und dieser Übergang von einer alten zur neuen Episteme, den zeichnet zum Beispiel der Romanheld Don Quixote ganz deutlich. Weil Don Quixote war, ich zitiere es erstmal, da schreibt der Foucault, der Held bei Cervantes, also Don Quixote, der durch das alleinige Spiel der Ähnlichkeit Schlösser in den Herbergen und Damen in den Bauernmädchen entschlüsselte, machte sich zum Gefangenen, ohne dass er es wusste. Also der Don Quixote, der hat ja schon im Kapitalismus gelebt, eigentlich in der Moderne, in der beginnenden Moderne, hatte aber noch die alte Episteme hochgehalten, aus früheren Zeiten. Der hat noch an Ehrlichkeit, an Tugend, an Ritterlichkeit, an Gutmütigkeit geglaubt und diese Werte hochgehalten. Und dadurch haben sich natürlich alle modernen Menschen über ihn totgelacht. Gell? Für die war er eben verrückt. Und er zeigt uns aber in diesem Buch nicht nur, wie die Episteme, also er hat übrigens drei verschiedene Epochen der Episteme, einmal die Renaissance, 16. Jahrhundert, die Klassik, 17. 18. diese bedenkliche Zeit eben, also diese Wendezeit, wo die Disziplinargesellschaft Fuß fasst, und dann unsere Moderne ab dem 19. Jahrhundert. Das sind die drei verschiedenen Episteme. Und er zeigt uns aber hier nicht nur, wie die Wahrheitsproduktion sich jeweils ändert, sondern am Ende des Buches, im letzten Satz, kommt er zu seiner fatalen Schlussfolgerung, die ich Ihnen schon mal gezeigt habe. Der Mensch verschwindet am Meeresufer wie ein Gesicht im Sand. Das ist der letzte Satz von diesem Buch. Und wie kommt er dazu? Eben, er sagt, also damit ist eben, wie gesagt, nicht das Aussterben der Gattung gemeint, sondern dass wir uns selbst in den Strukturen und in den Wissensfundamenten, die wir geschaffen haben seit der Aufklärung, verlieren. Der Mensch hat zwar in der Aufklärung versucht, erstmal und auch später in den Wissenschaften nachzuweisen, dass wir ein freies Wesen sind, sagen wir im Vergleich zu den Tieren, aber was haben sie gefunden, die Wissenschaftler? Sie haben nie unsere Entscheidungsfreiheit gefunden, sondern das Gegenteil. Sie haben immer nur Strukturen gefunden, wo wir nicht entscheiden können. Beispiel die Psychologie. Das Ende des Menschen. Ah ja, das ist noch wichtig, das kommt noch vorne weg. Schauen Sie, das Ende des Menschen ist nur eine der sichtbaren Formen eines weitaus allgemeineren Sterbens. Damit meine ich den Tod des Subjekts als Ursprung des Wissens, der Freiheit, der Sprache und der Geschichte. Also, wenn der Mensch stirbt, dann meint er nicht, dass wir als Gattung sterben, sondern er meint den Tod des Subjekts, das als Ursprung der Freiheit und der Sprache aktiv ist. Und wir haben uns ja immer als diejenigen betrachtet, die über die Sprache sich vervollkommnen, die frei sind. Aber in den aufkommenden Wissenschaften wird die Freiheit zwar gesucht, aber sie wird nicht mehr entdeckt, beispielsweise in der Psychologie. Als man sich daran machte, den Menschen als mögliches Objekt des Wissens zu erforschen, stieß man auf ein Unbewusstes, das gänzlich von Trieben und Instinkten beherrscht war, die nichts mit dem zu tun hatten, was man von der menschlichen Freiheit erwartet hatte. Ja. Und genauso läuft es dann auch in der Biologie. Da wurde am Anfang auch geschaut, ob man das findet, die Schaltzentrale der Freiheit. Aber was kam heute bei der Biologie raus? Am Ende, was hat die Biologie gefunden? Wir wissen es alle,
In der Biologie tragen die Chromosomen bekanntlich sämtliche Informationen, die für die Entwicklung des jeweiligen Lebewesens erforderlich sind. Also nicht nur Augenfarbe, Haarfarbe, auch bestimmte Charaktereigenschaften, sogar Intelligenz, behaupten sie jetzt, ist von den Chromosomen gesteuert. Also wir verlieren uns in den Strukturen. Und daher kommt er zu der Schlussfolgerung, unsere Tage beweisen ohne Zweifel die Tatsache, dass der Mensch im Begriff ist, zu verschwinden. Der Tod des Menschen, den er hier formuliert hat, war natürlich ein Knaller. Und dieses Buch, Die Ordnung der Dinge, wurde allein in den ersten Monaten in Frankreich 30.000 Mal verkauft, obwohl es einige abstrakte Passagen hat, die wirklich schwierig sind. Und man hat in den Pariser Cafés auf einmal nicht mehr Sartre auf den Tischen liegen gesehen, sondern Foucault. Und der Nouvel Observateur titelt Foucault wie warme Semmeln. Und Sartre war ja ein großer Feind von Foucault, die beiden haben sich ja bekämpft. Weil Sartre war ja der große Philosoph der Freiheit und Foucault hat gesagt, nein, wir sind nicht frei, die Strukturen sind entscheidend. Und tatsächlich war er dann auch in ganz Europa die Galionsfigur des Strukturalismus. Und er hat auch einen Lehrstuhl bekommen, 1970 eben am Collège de France, der Elite-Universität von Paris, gerade mal 40 Jahre alt, so jung gibt es das normal nicht, hat er einen Lehrstuhl für Geschichte der Denksysteme bekommen. Also genau auf ihn zugeschnitten. Ja? Und drum wurde er zur Galionsfigur des Strukturalismus, aber er ist eigentlich ein Poststrukturalist. Er ist kein echter Strukturalist, auch wenn es jetzt erstmal so aussieht. Wissen alle, was Strukturalismus ist? Also es ist leicht erklärt. Erfunden oder ins Werk gesetzt wurde erstmals der Strukturalismus von dem französischen Linguisten Saussure, einem Sprachforscher, der die These vertreten hat, dass die Sprache nicht nur ein Instrument oder kein Instrument und kein Hilfsmittel des Menschen ist, sondern umgekehrt. Der Mensch wird durch die Sprache erst hervorgebracht und der Mensch wird durch die Sprache geprägt und komplett determiniert. Am besten kann man diese These mit Wittgenstein verstehen, der auch mal diesen schönen Satz sprachphilosophisch formuliert hat. Die Grenzen unserer Sprache sind bedeuten die Grenzen meiner Welt. Die Grenzen unserer Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Was meint er damit? Das ist ganz einfach. Versuchen Sie mal, jenseits der Sprache einen Gedanken zu fassen. Ohne Wörter, ohne Sätze. Es geht nicht. Es geht nicht. Sie können sprechen, geht sowieso nicht ohne Wörter und Sätze. Ich könnte jetzt schon, aber es hätte keinen Sinn. Ja? Verstehen Sie? Also, und Sie können auch nicht über die Grenzen der Sprache hinaus denken. Also auch die Fantasie, alles ist begrenzt durch die Sprache. Aus dem Käfig der Sprache und aus ihrer Struktur kommt keiner raus. Diese strukturalistische, linguistische Theorie wurde übernommen vom großen Ethnologen Claude Lévi-Strauss. Der hat dann gesagt, genau so ist es. Und auch mit den Mythen ist es exakt gleich. Nicht wir erfinden und erzählen Mythen, sondern die Mythen, in die wir reingeboren werden, die mythologischen Weltbilder. Die bestimmen unser ganzes Dasein, sagt er in seinem Hauptwerk Mythologica. Und Foucault macht zunächst dasselbe. Er sagt, genau, die haben recht, die Strukturalisten. Und ich zeige euch die Geschichte eurer Denksysteme, die Geschichte eurer zugrunde liegenden Wahrheitsproduktionen, die ihr oft gar nicht kennt, die aber euer Denken bestimmen. Und dennoch ist Foucault am Ende Poststrukturalist, weil er sagt, klar, wir sind determiniert von Dispositiven, die uns steuern, ohne dass wir es merken. Aber wenn es uns gelingt, diese Dispositive, diese tiefen Wahrheitsproduktionen zu erkennen und freizulegen, dann können wir uns ein Stück weit befreien oder freimachen von diesen Strukturen. Er sagt, Zitat wieder, Philosophie ist eine Bewegung, mit deren Hilfe man sich von dem freimacht, was für wahr gilt und nach anderen Spielregeln sucht. Gut, also wir müssen die Wahrheitsproduktion, die tief unten angelegt ist, durchschauen und dann uns von dem freimachen, was im Moment für wahr gilt. Also wir müssen die Dispositive erkennen und damit bin ich bei dem letzten großen Schlüsselbegriff, den ich Ihnen zum Schluss noch nahebringen will, Dispositiv. Ja, ein wichtiger Begriff bei Foucault. Was ist ein Dispositiv? Zunächst mal zu dem Begriff, besteht aus dem Wort positiv und der Vorsilbe dis. Positiv heißt einfach feststellbar
Und das Dis bedeutet den Ausschluss. Also wenn Sie beispielsweise positiv eine Blutgruppe feststellen bei jemand, dann hat er die und die Blutgruppe und gleichzeitig schließen Sie damit aus, dass er eine andere Blutgruppe hat. Der Begriff Dispositiv kommt aus dem französischen Militärwesen. Dort gibt es Angriffsdispositive und Verteidigungsdispositive. Ein Angriffsdispositiv beispielsweise ist der koordinierte Plan zum Einsatz der Waffengattungen Infanterie, Flugzeuge, Luftwaffe, Panzer, Artillerie und schreibt vor, was die einzelne Waffengattung exakt zu tun hat und aber auch, was sie unbedingt zu unterlassen hat. Dispositiv. Ja? Also ein Angriffsdispositiv sagt, dass beispielsweise die Panzer nicht zu weit vorfahren dürfen, weil sonst verlieren sie den Nachschub. Das sind Dispositive. Und Foucault überträgt das jetzt auf die ganze Gesellschaft und sagt, Dispositive schreiben vor, was die Gesellschaft oder Bereiche der Gesellschaft zu tun hat und zu unterlassen hat. Und er definiert es dann folgendermaßen, was ich unter Dispositiv festzumachen versuche, ist ein Ensemble, das Gesagtes ebenso wie Ungesagtes umfasst. Was heißt das jetzt? Gesagtes und Ungesagtes. Und wieso ist es ein Ensemble? Ein Ensemble ist es, weil es oft aus ganz verschiedenen Elementen besteht. Verstehen Sie, der Zwang zur Normalisierung, der besteht aus dem Bentham sein Gefängnis, aus der Psychiatrie, aus ganz verschiedenen Elementen, die aber am Ende das Dispositiv ergeben. Und Gesagtes und Ungesagtes, da gibt es ein schönes Beispiel von einem amerikanischen Soziologen, der hat mal das Dispositiv des guten Amerikaners erforscht und kam zu folgendem Ergebnis. Ein guter Amerikaner ist unbedingt ein junger, verheirateter, weißer, städtischer, heterosexueller, protestantischer Vater mit Collegebildung, Festanstellung, von gutem Aussehen und Erfolgen im Sport. Und jeder Amerikaner und jede Amerikanerin sowieso, weil sie ja kein Mann ist, fällt hinter diesen Anspruch zurück, hinter dieses Dispositiv und fühlt sich dann streckenweise oder ganz inferior, ja, oder weniger wert. Und da haben wir jetzt Ausgesprochenes, Gesagtes sowie Ungesagtes. Weil beispielsweise die Ehe ist gesetzlich definiert, in der Kirche gibt es Rituale, das wird ausgesprochen, die Gesellschaft will ja die Ehe als Keimzelle der Gesellschaft erhalten. Gleichzeitig steckt aber in dem Idealbild des guten Amerikaners, in dem Dispositiv auch Unausgesprochenes und Ungesagtes, zum Beispiel, dass der jetzt heterosexuell sein muss. Ja, das ist einfach nur ein Vorurteil, was man jetzt vielleicht nicht aussprechen würde, aber was da ist und Zwang ausübt. Und darum geht es ihm. Jetzt sagt der Foucault, alle meine Bücher sind kleine Werkzeugkisten und fordert uns auf, seine Analysen und seine Begriffe zu verwenden und selbst wie mit diesen Werkzeugen weiterzuarbeiten. Er sagt auch, man kann sogar Machtsysteme kurzschließen mit seinen Begriffen. Und da ist der Begriff Dispositiv schon ein guter Begriff. Und ich habe dann mal, ja eigentlich unfreiwillig, auch mal mit dem Begriff arbeiten müssen. Im Urlaub hatte ich natürlich wieder viele Bücher dabei und dann hat meine Freundin mich massiv angegangen und kritisiert, ich wäre ein schlechter Urlauber, ja, weil ich halt gelesen habe und nicht viel unternommen. Und dann habe ich über das Dispositiv des guten Urlaubers nachgedacht, weil so ein Urlaub hat ganz schön viel Zwänge, ja. Ja, Sie lachen, aber Sie müssen sich erholen, Sie müssen spontan sein, Sie müssen im Augenblick aufgehen und dazu schaffen Sie ja auch Strukturen, touristische Strukturen. Sie müssen sich wegbewegen vom Alltag und der Arbeit an den möglichst entfernten Ort, also möglichst die einsame Insel. Sie müssen als Binnenländer unbedingt einen Zugang zum Meer haben und Sie müssen auf jeden Fall so weit vom Flughafen weg sein, dass Sie nicht die vielen Starten, Landen, Flugzeuge der anderen hören, die auch dem Dispositiv folgen. Ja? Und dann habe ich mich gefragt, woher kommt denn das, dieser Zwang zur Erholung, zur Spontaneität und zum im Augenblick aufgehen? Und da habe ich dann bei Foucault was gefunden. Ich verstehe unter Dispositiv eine Formation, deren Hauptfunktion zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt darin bestanden hat, auf einen Notstand zu antworten. Also Dispositive entstehen immer dann, wenn es einen Notstand gibt. Dispositive sind Reaktionen auf einen Notstand. Und genauso war es mit dem Urlaub. Der ist im Kaiserreich entstanden, ich habe das recherchiert. Und zwar, weil die Arbeiter dort halt 12, 14 Stunden noch arbeiten mussten. Die waren kaputt, die waren ausgepowert, die sind krank geworden. Die konnten ihre Leistung nicht mehr bringen. Und dann
war es ja auch noch so, viele haben sich sozialistisch und kommunistisch organisiert und dann hat man den Gewerkschaften nachgegeben und 1903 wurde der erste festgeschriebene Pflichturlaub vereinbart. Interessanterweise im Brauereiwesen. Und ja, aber auch da war natürlich im Kaiserreich das eine Antwort auf einen Notstand. Drum ist sozusagen das vereinbart worden. Und übrigens heute steht im Bundesurlaubsgesetz, das kann ich sogar, denke ich, zitieren, da steht dem, als Paragraph 8 Bundesurlaubsgesetz, dem Erholungszweck widersprechende Tätigkeiten sind zu unterlassen. Ja, weil das definiert ist durch Dispositiv als Erholungsurlaub. Ja? Und ich habe dann versucht, meiner Freundin zu erklären, dass ich Opfer eines Dispositivs. Es hat nicht funktioniert, Sie wissen es eh, ich war schuld. Ja? Also Sie sehen, es hilft nicht immer, Dispositive zu erkennen. Also die Strukturen sind ja trotzdem da. Ja? Also ich hätte mich jetzt lieber erholen müssen. Aber es hilft schon ein Stück weit, wenn man dahinter schaut. Also vielleicht ist ein schöneres Beispiel, was ganz einfach ist, der Lebertran. Ich weiß nicht, es sind ja einige in meinem Alter heute hier. Ich musste als Kind mal eine ziemlich lange Zeit jeden Abend oder morgen einen Löffel Lebertran einnehmen. Schrecklich, wissen Sie? Und dank Foucault weiß ich jetzt, dass meine Mutter das nicht aus Boshaftigkeit gemacht hat, sondern sie ist einem Dispositiv aufgesessen. Wissen Sie, diese Zeit, das war die Zeit der Götter in Weiß, die Zeit der Ärzte. Also die Ärzte waren toll, nicht nur als Schwiegersohn, sondern die versprachen Gesundheit, ewiges Leben. Ja? Also da ging die Religiosität schon zurück und die Ärzte, das waren kleine Götter. Sie erinnern sich vielleicht auch noch, in der Werbung waren dann so hunderte arme kleine Schüler oder so und haben in riesigen Laborszene geputzt, so ratschat, ratschat. Und dann kam so ein Typ im Kittel in Weiß und hat dann so mit so einer soliden Stimme gesagt, was einzig und allein, also so ein Wissenschaftler, dem Kind jetzt hilft und hat die Zahnpasta oder eben das Nahrungsergänzungsmittel oder was man braucht empfohlen. Ja? Und das Dispositiv war eben, dass nur solche Mittel eine gedeihliche Entwicklung des Kindes sicherstellen können. Und darum haben zehntausende Mütter den Kindern dann diesen Lebertran eingeflößt. Ja? Gut, also es ist jetzt vielleicht auch ein schlechtes Beispiel und Sie sehen natürlich, Foucault hat uns viel dramatischere und tiefgreifendere Beispiele gebracht. Aber was wir uns vielleicht merken können, was wir mitnehmen können, ist tatsächlich, wenn wir uns einer Zwangssituation ausgesetzt fühlen, sollten wir erstens nachdenken, was ist das Dispositiv, das da dahinter steht? Zweitens, in welcher Zeit wurde das Dispositiv aus welchen Gründen aufgerichtet? Und drittens, sind ja Dispositive nur tiefe Wahrheitsproduktionen, die sich auch wieder ändern können. Ja? Und das bedeutet, auch wir können, laut Foucault, sind wir in der Lage, und darum ist er auch Poststrukturalist und nicht Strukturalist, wenn wir die Strukturen erkennen, wissen wir, dass sie sich ändern können, auch wir selbst können uns ändern. Es gibt im Leben Augenblicke, da die Frage, ob man anders denken kann, als man denkt, unentbehrlich ist. Vielen Dank.